Seit schon, was seid ihr studieren, Nutzer? Trudel seid, Analphabet. Ja, du siehst, da machst du schon Lenzchen. Was redest du vor Flinten? Bist du ganz deppert? Ja, bist du ein Trudel, bist du? Ich geh's da gar nicht, du Depperter. Geh scheiße. Du Trudel, du Kanak, du. Straße am Dach kommen. Meinst du die Breitseite? Ja, schon. Idee wäre, das ganz Große dorthin zu hängen, weil man es dann eben wirklich von uns aus hier sieht. Was ist mit dem? Dass wir auf diese Schräge. Ja, links! Ja, ist eh schon. Für euch nach rechts! Für euch nach rechts! Nur Schwammen! Hallo, passt auf, dass nicht das Transparent genommen wird. Ein Typ steht drunter. Schnell raufziehen. Los! Bitte, wie oft muss ich das sagen? Ich schau aber nicht. Achtung, der schießt Steine rauf. Lass dich doch zurück. Ja, jetzt geht's los. Guten Morgen. Sind Sie verantwortlich für das? Wir möchten eine Anzeige machen. Die Legebatterie ist seit Beginn 2009 komplett illegal. Es ist absolut verboten in Österreich, heute noch Käfige in der Legebatterie stehen zu haben. Und es gibt anscheinend ein Vollzugsdefizit, aber wir sind hier, um darauf hinzuweisen, dass dieser komplette Betrieb mit 60.000 Legehennen absolut illegal ist. Und wir würden uns wünschen, wenn die Exekutive da einschreitet. Ja, würden Sie sich wünschen. Ja. Und der Besitzer wird sich wünschen, wenn Sie... Filmen einstellen, bitte. Wenn Sie runterstecken. Filmen einstellen, bitte. Entschuldigung, welche Organisation sind Sie? Ich rede mit Ihnen. Und ich nicht mit Ihnen. Und das wird der. Okay, Sie reden nicht mit Ihnen. Und das wird der. Ich kann nicht mit deiner Kamera, sonst haut es um den Schädel. Dieser Typ hat das Transparent entwendet und eine gefährliche Drohung begangen. Wo habe ich gestohlen? Das Transparent hast du untergerissen und weggetragen. Ist gut. Wer ist denn der Verantwortliche von Ihnen, bei dem Verein? Wer ist da? Verantwortlich ist der Karl Latschenberger, weil der ist ÖVP-Bürgermeister und dem gehört diese Legebatterie. Wer ist der Ansprechpartner von Ihnen? Sie können gerne mit mir reden. Ja. Ja, Sie sind auch gut. Geben Sie bitte mal Ihre Daten? Nein. Warum nicht? Warum sollte ich? Geben Sie mir Ihre Daten? Oder die Ihre Kinder vielleicht? Meine Dienstnummer jederzeit haben. Wenn Sie eine Amtshandlung setzen, würde ich mal anbieten. Ja. Nein, ich muss ja wissen, wer das wäre. Nein, Sie können gerne mit mir reden. Schauen Sie, hier steht vor Eingang, Tierfabrik. Ja. Aber ich brauche einen anderen Ansprechpartner. Ich bin nicht mehr Ansprechpartner. Ich kann sprechen. Das möchte ich auch nicht. Wollen Sie nicht? Nein. Okay. Gut. Ja, warum passiert nichts? Warum steht sie immer noch da, die Legebatterie? Das weiß ich nicht. Das ist auch die Aufgabe der Behörde. Aber wir wollen natürlich, dass die Behörde schon Notiz nimmt. Die Behörde hat sie schon zur Kenntnis genommen. Naja, aber ich meine, schauen Sie, wenn wir am Dach sitzen, dann räumen sie uns binnen ein paar Stunden. Wenn der eine Legebatterie betreibt, ist 10 Monate später noch immer nicht geräumt. Da fragt man sich dann halt nicht. Das ist mit aggressiv und radikal gar nichts zu tun, wenn man sich das anschaut. Das ist friedlicher, klassischer, ziviler Ungehorsam, eine Blockade in diesem Fall. Die dient dazu, den Landwirtschaftsminister herauszufordern, Stellung zu nehmen, warum er gegen das Gesetz agiert, die Kassenstände sind rechtswidrig, und warum er gegen die Mehrheit agiert. Und auch bei Fällen wie Hainburg war so etwas ganz zentral, um diesen Auwald als Nationalpark zu retten, weil auch dort wurde das Gesetz gebrochen und auch dort wurde gegen die Mehrheit agiert. Es bleibt der Zivilgesellschaft keine andere Wahl, als auf diese Weise auf diesen Missstand hinzuweisen. Wie weit würde es hier gehen? Wie weit darf der Aktivismus gehen? Wenn man Gewalt ausübt, wenn man etwas beschädigt, wenn man die Drohung in den Raum stellt, hört auf, eure Meinung zu äußern, sonst gibt es Sachbeschädigungen, dort endet Demokratie. Aber auf der anderen Seite kann man durchaus auch eine offene Befreiung machen, die eine Straftat ist, im Wert von 15 Euro. Aber die Verhältnisse zeigt in so einer Legebatterie und die auch die Öffentlichkeit aufmerksam macht auf ein gewisses Thema und eine Diskussion dadurch vom Zaun bricht. Das heißt also, die Grenze ziehe ich nicht dort, wo Strafrecht mit Verwaltungsrecht der Übergang ist, sondern dort, wo die öffentliche Diskussion gehemmt oder gefördert wird.
Wir sind ja hier am Tatort, wenn man das so sagen will, wo der Paragraf 278a ja mehrfach jetzt auch reformiert wurde. Leider Gottes halt nicht in der präzisen Form, wie wir das jetzt eigentlich sehen, dass wir es brauchen. Und in all den Diskussionen, die hier geführt worden sind, ist eigentlich nie jemand auf die Idee gekommen, dass man etwa Tierschützer oder NGOs hier nach dieser Regel, nach diesem Paragraph 278a verfolgt. Wenn das die Diskussion derzeit, wenn man die so jetzt hier auf das Plenum übertragen wollte, dann hier sitzt die Sozialdemokratie, die SPÖ, dort sitzt die ÖVP, hier sitzen die Grünen, die Freiheitlichen, das BZÖ dort oben, dann müsste man jetzt sagen, dass es wahrscheinlich keine Mehrheit gäbe für eine Anpassung dieser Regel. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir derzeit sehr heftig Diskussionen führen. Es gibt mehrere Voraussetzungen, die also in diesem Tatbestand erfasst sind und die zutreffen müssen, damit eine kriminelle Organisation vorliegt und die Bildung einer solchen auch strafbar wird. Das ist einerseits, es muss also darauf ausgerichtet sein, auf schwerwiegende Straftaten. Hier sind einige terroristische exemplarisch aufgezählt. Das sind Entführungen, das sind also Großkapitalverbrechen, das sind Verbrechen, in dem Menschenhandel betrieben wird, in dem Atom geschmuggelt wird. Es muss eine gewisse Intensität der Organisation vorliegen, unternehmensähnlich, um eine Bereicherung zu erwirken. Das kann aber auch darauf ausgerichtet sein, eine solche kriminelle Organisation, um Druck auf Politik und Wirtschaft zu machen. Es ist ein Organisationsdelikt, das sich im Wesentlichen von den klassischen Delikten des Strafgesetzbuches dadurch unterscheidet, dass nicht etwas bestraft wird, was bereits stattgefunden hat, sondern dass im Vorfeld bereits eine Organisation an der Organisation, an dem sich organisieren, behindert wird und auch bestraft wird. Wenn Sie eine Straftat begehen und man will gegen Sie ermitteln, dann braucht es sozusagen einen Anhaltspunkt, dass Sie die Straftat begangen haben. Bei diesen Organisationsdelikten braucht es das nicht. Da sagt man, Sie oder ich, wer auch immer, wer der Beschuldigte ist, wir wissen zwar nicht, was er gemacht hat, aber er ist Mitglied einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, bestimmte Straftaten zu begehen. Und das ist natürlich ein Paragraph, der den Ermittlungsbehörden sehr viel Macht in die Hand gibt. Und die Angst ist immer dann, wenn man sozusagen nicht weiterkommt, Straftaten nicht zuordnen kann, dass das einlädt, dann halt sozusagen eine Organisation zu konstruieren und zu sagen, alle, die dieser Organisation angehören, sind nach diesen Organisationsdelikten zu verfolgen. Es wird in der strafrechtlichen Diskussion unterschieden zwischen einem sogenannten Feindstrafrecht und einem Bürgerstrafrecht. Und beim Bürgerstrafrecht, da geht man davon aus, dass eben Bürgerinnen und Bürger eben eher so in Einzelfällen mal straffällig werden, im Grundsatz aber integriert sind in die Gesellschaft. Ganz anders eben dieses Feindstrafrecht. Das Ziel der Strafe in diesen Fällen ist es, Menschen ausfindig zu machen, von denen man annimmt, dass sie von vornherein aufgrund ihrer feindlichen Einstellung zum Staat nicht bereit sind, sich integrieren zu lassen und integriert zu werden. Und das ist letztlich auch der Grund, warum wir diese Vorschriften als Feindstrafrecht bezeichnen, weil sie eben in diesem Umfange man nicht nachweisen muss, dass jemand eine Tat begangen hat, sondern dass der Schlüssel des Nachweises die Gesinnung ist. Also vom Täter kommt man zur Tat. Fortsetzung der Verhandlung 41 HV 68 aus 09 Zeppelin. Bitte alle Angeklagten in den Verhandlungssaal treten. Der Staatsanwalt würde uns sehr gerne einsperren, das habe ich schon den Eindruck, den hatte ich von Anfang an, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Er ist ja bei meiner Hausdurchsuchung dabei gewesen, da hat er sich mir zum ersten Mal präsentiert und er wollte mich damals auch verängstigen, hat mir so irgendwelche Brandstiftungen vorgehalten und ich gesagt, wovon reden Sie? Und dann hat er begonnen zu zucken und hat gesagt, das wissen Sie ganz genau, das wissen Sie ganz genau. Und da war schon für mich zu spüren, der hat überhaupt nichts in der Hand, weil sonst würde der nicht so seltsam agieren, weil das offensichtlich Personen sind, die aus einem ganz anderen sozialen Milieu sind, die NGOs nicht kennen, die
Protestbewegung nicht kennen, die diese Auseinandersetzung mit der Polizei und mit der Behörde, die da laufend einhergeht, nicht kennen, die daher auch das typische Verhalten solcher Personen nicht nachvollziehen können und überall einen Verdacht riechen oder irgendwas Kriminelles. Zweiter Aufruf, bitte. Wenn man guckt, wie die Entstehungsgeschichte des Ganzen ist. Also Kleiderbauer wollte eine Soko, bekam eine Soko. Die wollten natürlich, dass man interveniert, dass man die Leute festsetzt, dass man die behelligt. Und ich glaube schon, dass die Ermittlungen auch mit dem Ziel vorgenommen worden sind, das zu tun. Also es ging schon auch darum, die aus dem Verkehr zu ziehen. Nach Sachbeschädigungen wenden sich demnach die Eigentümer der Handelskette Kleiderbauer im April 2007 an die Polizei. An sich nichts Ungewöhnliches. Allerdings bei den Behörden wird der Fall sofort zur Chefsache. Der Sicherheitsdirektor persönlich erteilt den Auftrag, alle administrativen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Demonstrationen vor den Filialen zu untersagen. Und das, obwohl der Wiener Polizeipräsident klarstellt, dass kein klarer Zusammenhang zwischen den Demos und den Sachbeschädigungen hergestellt werden konnte. Eigens habe man eine 33-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Ein eingeschlagenes Fenster sei aber der einzige Beweis, der in diesem Zusammenhang sichergestellt werden konnte. Für das BKA sind die Akten veraltet. Dazwischen liege fast ein Jahr Ermittlungsarbeit, heißt es. Die Festnahmen seien gerechtfertigt gewesen. Also mir haben Abgeordnete des Parlaments gesagt, dass eben diese spezielle Mischung zwischen Aktivismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese intellektuelle Verarbeitung. Man kann uns sehr schwer einfach so wegschieben und sagen, die haben ja nichts zu sagen, die sind ja nur Radaulbrüder oder Triumphsdemonstrierer, sondern wir haben immer Substanz dahinter und wir können die rational und wissenschaftlich richtig gern präsentieren. Und die mögen das nicht, weil entweder wissenschaftlich, dann soll man sich bleich und blass irgendwo hinstellen und dann kann man auch ignoriert werden, oder die wilde Partie bei der Demo oder bei der Aktion, die kann man als extremistisch abtun. Aber diese Mischung, die macht's aus. Und natürlich bin ich quasi als die Symbolfigur für diese Mischung aus Intellektuellem. Immerhin habe ich 2 Doktortitel und 12 Jahre war ich Universitätsassistent und gleichzeitig stehe ich noch mit 45 auf solchen Aktionen. 1, 2, 3! Lass die Leute frei! 1, 2, 3! In einer Protestbewegung kommt man von vornherein schon einmal in das Visier der Verfassungsschützer, wie sie das nennen. Und man kommt eben in Konflikt mit den Behörden und damit natürlich auch mit Gerichten und damit natürlich auch mit einer anderen sozialen Umwelt. 1, 2, 3! Lass sie frei! Nonviolent Direct Action ist etwas, was meine Assoziation mit Martin Luther King aufgekommen ist. Er hat diesen Begriff immer wieder verwendet und zwar für seine Arten der Aktionsformen. Das Nonviolent heißt nicht einschüchternd, das Direct Action heißt, man kommt zusammen und macht das. Es ist nicht nur ein Brieferl, es ist nicht nur eine Meinungsäußerung, sondern man stellt sich physisch hin, die berühmten Go-Ins, Run-Ins, Pray-Ins, Kneel-Ins und macht physisch eine Aktivität, man demonstriert physisch, wie wichtig einem dieses Anliegen ist. Wer eine Nötigung begeht, indem er mit dem Tod, mit einer erheblichen Verstümmelung, mit einer Entführung, mit einer Brandstiftung, mit einer Gefährdung durch Kernenergie, ionisierende Strahlen oder Sprengmittel oder mit der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz oder gesellschaftlichen Stellung droht, ist mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu bestrafen. Das ist die Anklage
gegen mich im Zusammenhang mit der Demonstration in Berchtelsdorf vor der Kleiderbauerzentrale. Im Strafantrag wird das angeklagt, dass ich eben ein Flugblatt überreicht habe, dass wir dann gemeinschaftlich das Auto umringt hätten und aggressiv brüllend mit Fäusten auf das Auto eingeschlagen haben. Ist schon seit längerem in der einschlägigen Tierrechtsszene aktiv und trat seit 1998 als Teilnehmerin an und Organisatorin von Demonstrationen in Wien, Niederösterreich und Salzburg in Erscheinung. Aktuell gehört sie der Basisgruppe Tierrechte an. Nichts, was ich irgendwie abstreiten würde oder was ich nicht genauso auch sagen würde, ja, aber nicht, dass ich mir irgendwann einmal gedacht habe, das könnte mich vor Gericht bringen und dagegen soll ich mich jetzt beweisen. Wogegen? Also in Wirklichkeit, was mir jetzt genau vorgeworfen wird, weiß ich nicht. Bis heute nicht. Ist für jede soziale Bewegung und politischen Aktivismus eine Bedrohung. Ich bin angeklagt, weil ich seit vielen Jahren tierrechtsaktiv bin, auf Demonstrationen war, Aktionen des zivilen Ungehorsams gesetzt habe und weil ich Presseartikel gesammelt habe und Recherchen über das Pelzsortiment in Bekleidungsfirmen angestellt habe. Aus Dokumenten vom Innenministerium geht ja hervor, dass ein Treffen auch dann gab mit den Besitzern des Unternehmens Kleiderbauer, also mit den Graf-Brüdern, dass die sich mit den Größen des Innenministeriums getroffen haben. Und im Rahmen dieses Treffens ist dann auch diese Sonderkommission gegründet worden. Und da haben dann eben auch die massiven Überwachungs- und Bespitzelungsmaßnahmen gegen uns begonnen. Also Leute sind observiert worden, unsere Telefone sind überwacht worden, es gab Peilsender an Autos, die angebracht wurden und. Und auch im Zusammenhang damit, dass uns die Demonstrationen direkt vor den Filialen verboten worden sind. Mir wird vorgeworfen, im Rahmen der Kleiderbauerkampagne das Unternehmen versucht haben zu nötigen. Konkret geht es da auch um eine angemeldete Demonstration vor der Konzernzentrale in Berchtelsdorf, wo ich der Pressesprecherin ein Flugblatt überreicht habe. Mit der Aufforderung, dass Kleiderbauer aus dem Pelzhandel aussteigt, beziehungsweise mit der Frage, warum Kleiderbauer aus dem Pelzhandel aussteigt. Der Pressesprecherin ist überhaupt nichts passiert, außer dass ihr ein Flugblatt überreicht worden ist und sie dann eben mit dem Auto auf die Demo zufuhr. Das hat ja sie angezeigt, schwere Nötigung. Was beschreibt sie, was hier passiert ist? Sie beschreibt, dass das Auto umringt worden ist und sie dann nicht wegfahren konnte und sie Todesangst ausstehen musste. Wenn ich mit einem Auto in eine Demo reinfahre, naja, nun auch versuchen die Leute dann, das irgendwie aufzuhalten. Würde das jetzt einzeln dastehen, gäbe es diesen Paragraphen nicht, wäre das überhaupt nichts. Aber dieser Paragraph 278a braucht ja diese schweren Delikte. Deshalb wären ja auch ganz normale Verwaltungsübertretungen oder Aktionen des zivilen Ungehorsams wären in diesem ganzen Zusammenhang einfach als Straftaten dargestellt. Es gab ja sogar einen Polizeibericht anschließend an diese Demonstration von den Streifenbeamten, wo drinnen stand, es kam zu keinen Sachbeschädigungen, es kam zu keinen Bedrohungsäußerungen. Und das ist eben das Interessante, oder das ist eben das, was immer wieder gespielt worden ist in diesem ganzen Fall, dass wenn man sich die Polizeiberichte durchliest von den Polizisten, die anschließend vor Ort waren, dann liest sich das völlig harmlos und so, dass diese sich wahrscheinlich gedacht haben, haben wir geschrieben, weg damit. Und die SOKO macht natürlich ein Riesending draus, weil sie ja eine kriminelle Organisation dahinter verurteilen wollen. Das sind, und das ist das, was mich so irritiert an dieser Geschichte, Mitarbeiter von Textilketten, Mitarbeiterinnen interessanterweise immer wieder, so mittleres Management,
persönlich attackiert worden. Da gibt es eben die besagten Mitarbeiter des Kleiderbauer, die quasi im Zeugenschutz leben, zu weinen beginnen vor den Polizisten, weil sie es nicht mehr aushalten. Eine Form von Psychoterror. Und Graf hat es genannt, ihn an Schutzgelderpressermethoden erinnert haben. Er hat so Dokumentationen gemacht, so Dinge. Ja, wenn Sie was geben, ich zeige es in die Kamera. Ihnen, wie man sieht, was der sozusagen. Das ist jetzt, mal, dass man das einfach ist jetzt, mal seine Perspektive. Ja, das zeigt, ist wieder der Kleiderbauchef sein Auto, gell? Das ist sein Auto. Wo ist die, da so, wo der sagt, Kamera? Wo der beschreibt, also sagt, was heißt ein Buttersäureanschlag? Heißt, dass das gesamte Sortiment einer Kleiderbauer-Filiale kaputt ist. Ja? So, ob die 11 Angeklagten das 13. getan haben, oder 13 Angeklagten das getan hat oder nicht, das soll die Justiz klären. Die Situation ist die: Irgendwelche Personen haben im Namen des Tierschutzes eine Straftat begangen. Das Gemeinsame ist, es geht um ein Tierschutzziel. Aber es sind immer unbekannte Täter. Es wird immer gesagt, ein Delikt, man weiß nicht, wer es war. Ein Delikt, man weiß nicht, wer es war. Und ich sitze dort und denke mir, und was hat das mit mir zu tun? Wir haben die Straftat ohne Täter und wir haben meine legalen Tätigkeiten, ohne dass es eine Straftat gibt. Danke, haben wir verstanden. Es geschieht nicht nach... Der eine hat eine Straftat begangen, der wird verfolgt, sondern es geschieht nach Casablanca, verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Dann haben Sie die Definition, wer ist denn nun strafbares Mitglied? Jeder, der weiß, dass wer auch immer in der Gruppe Straftaten begeht, ja, und sie fördert. Ja, ist sehr kompliziert schon. Ja. Und dann haben Sie das Risiko für alle Leute, die in einer NGO teilnehmen, dass sie da strafbar sind. Und, gefühlsmäßig, glaube ich, haben wir es verstanden. Ja. Es ist sehr kompliziert. Ich halte auch diese Anwendung des 278a für brandgefährlich. Warum? Weil es die Ermittlungsbehörden am Anfang in die Möglichkeit setzt, besondere Ermittlungsmaßnahmen, also Lauschangriff, für eine Summe von relativ kleinen Straftaten anzuwenden. Und weil natürlich die Behörden unter einen Legitimationsdruck kommen. Weil wenn ich einmal mit dem großen Lauschangriff auffahre und wenn ich mal dem Herrn Ball auch den Peilsender an den VW-Bus klebe, dann muss ich das nachher irgendwie rechtfertigen. Und das hat eine Eigendynamik bekommen, und da gebe ich dem Herrn Ball auch recht, dass die Behörden begonnen haben, wirklich jede kleinste Straftat, die irgendwo passiert ist, und jedes Indiz so zusammenzuschnüren, dass am Schluss diese Angeklagten eigentlich dastehen und sich vor einer unglaublichen Fülle von Straftaten, die irgendwo mal passiert sind, und die müssen sie sich jetzt auf einmal zurechnen lassen. Und zu jedem einzelnen Punkt wird jetzt ein kleines Mini-Strafverfahren geführt. Der Staatsanwalt wirft uns eine Doppelstrategie vor, dass wir untertags legal demonstrieren und legale Proteste organisieren und dann in der Nacht angeblich Sturmhauben aufsetzen und irgendwelche Sachbeschädigungen begehen bei einer Anti-Nazi-Kundgebung. Also im Rahmen einer Demonstration wurde ich gesichtet und mir wird vorgeworfen, dass ich danach in der Nacht einen Stein in ein kleines Fenster geworfen hätte. Wir haben uns letztes Mal ja gesehen auf der Kärntnerstraße. Ja, aber ich habe... Ah ja, vor die sind vom Landesamt für Verfassungsschutz und der ist... Einwandfrei. Herzlichen Dank. Wie lange wird es noch dauern? Bis um halb, circa halb elf. Okay, passt. Dankeschön. Einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie auf das allerherzlichste Willkommen hier im Modehaus Kleiderbauer. Gemeinsam werden wir einen Blick auf die neueste Herbst-Winter-Kollektion werfen. Mode befindet sich heuer absolut im Wandel, was die Kombination von Materialien ausmacht. Ihr habt den Fuchs dein Pest gestohlen, gebt ihn wieder her, sonst
stehen wir noch länger hier von Kleiderbau her. So stehen wir noch länger hier von Kleiderbau her. Also das ist... Ja, die Polizei erlaubt uns nicht weiter vorne zu stehen, leider. Wir dürfen nur bis zu diesem gelben Briefkasten stehen und 7 Meter von der Fassade entfernt, also maximal bis hier. Das ist unser Territorium. Mehr Platz kriegen wir nicht. Vorgeworfen im Prinzip, dass ich die Firma Kleiderbauer kontaktiert hätte. Ich habe eben per Telefon und E-Mail Kontakt aufgenommen, beides unter meinem wirklichen Namen mit Angabe meiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer und habe eben offiziell angefragt, ob die Firma Kleiderbauer plant, Pelze zu verkaufen im nächsten Jahr, weil wir eine Positiv- und Negativliste erstellen. Und jetzt war es aber so, dass wir komplett ignoriert wurden und dass ich dementsprechend 3-4 Mal bei Kleiderbauer angefragt habe. Und in einem der letzten Mails habe ich dann auch geschrieben, dass der VGD überlegt, Demonstrationen anzumelden vor einem Geschäft, das weiterhin Pelz verkauft. Und diese Androhung, unter Anführungszeichen legaler Protestmaßnahmen, wird von der Polizei als kriminelle Nötigung interpretiert, weil ich ja legale Sachen ausgesprochen habe. Aber in Wahrheit soll ich ja Illegales gemeint haben. Was aber ganz klar aus den E-Mails und Telefongesprächen hervorgeht, dass ich das nicht gemeint haben kann. Weil wer würde unter seinem eigenen Namen mit der eigenen Telefonnummer Sachbeschädigungen oder sonstiges androhen? Das wäre doch verrückt. Es sind jeweils Fälle von sogenannten Tierbefreiungen, nämlich einmal eine Schweinebefreiung und einmal eine Nerzbefreiung, die ich beide nicht gemacht habe. Aber dass ich dann in Zusammenhang gebracht werde mit illegalen Aktionen, ist einfach eine Taktik, die nur durch diesen Paragraphen 278a dann wirklich aufgehen kann. Dadurch, dass man halt diesen Mafia-Paragraphen hergenommen hat, ist nie irgendwas verjährt, weil solange da Ermittlungen laufen und das mit hineingepackt wird, läuft immer alles und ist immer alles irgendwie aktuell und kann einem immer noch angelastet werden. Die Vogeln aber, gell? Er lebt ja noch. Ja, natürlich lebt er. Er lebt immer noch. Er lebt doch, naja. Steppert. Wir brauchen wieder mal einen Hitler. Weg damit. Das ist was anderes. Wir haben die schweren Tage auch miterlebt. Wenn ich spiele oder am Computer Leute töte, dann verliere ich den Bezug zur Realität. Denn Realität bringt mir die reale Waffe. Das heißt also, wenn ich ein Kind unterrichte, vernünftig und sicher zu schießen, wird die Verwahrung kein Problem sein. Die Jagd ist nicht furchtbar. Ich schieße auf das Schwein, das fällt um und ist tot. Das hat das gar nicht gemerkt. Verstehen Sie? Wenn eine Waffe im Spiel ist, werden die Leute verrückt. Jeder schreit, die Medien schreien, aber die Waffe ist nicht das Problem. Tatsächlich war seinerzeit, also wenn wir in die Geschichte zurückgehen, der freie Bürger immer bewaffnet. Und das verschwindet heute leider immer mehr und mehr. Also hier sind ganz besondere Missstände, ein Gatter von 125 Hektar, in das Hobbyjäger eigentlich kommen, nämlich Manager von Großkonzernen, die hier tausende Euro für ein großes Wildschwein bezahlen, zum Beispiel oder für einen Hirsch, um ihn hier abknallen zu können. Nur, dass diese Wildschweine und Hirsche hier nicht natürlich zu Hause sind, sondern die werden erst wenige Tage, bevor eine Jagd angesagt ist, hierher gekarrt, betäubt und hier ausgelassen. Der eine hat es quer schon im Anschlag.
jetzt geht's gleich los. Der zielt auf mich. Der zielt auf mich. Das sind ganz sicher keine Blattschüsse, von denen die Jäger immer reden. Das sind ja keine Berufsjäger hier, sondern das sind irgendwelche Manager von Konzernen, die einmal oder zweimal im Jahr vielleicht auf so ein Treibjagd gehen, viel Geld dafür zahlen und keine Ahnung vom Schießen haben. Sie wissen aber schon, dass das da ein wenig gefährlich ist, was sie da machen. Du, Vogel, kannst du Kieberei rüberschicken zum Brandler da bitte? Ja, dann gehen wir gerade hin. Ja. Ja, wir sind jetzt da abgefangen worden von einem der Treiber und sie haben gemeint, das ist ein Sperrgebiet. Wir haben aber keine Tafel gesehen, dass es ein Sperrgebiet ist und gehen nur auf Straßen, die nicht mit irgendwelchen Tafeln angeblich gesperrt sind. Und jetzt kommt anscheinend die Polizei gerade. Das Zeug schalten wir mal an. Ja, sofort. Das Zeug schalten wir an. Ja, natürlich seid ihr verdächtig, dass ihr den Tafeln umgeschmissen habt. So. Ey, stopp. Stopp, die Kamera sofort. Oh, schalten aus! Sonst haben wir es beschlagnahmen. Ja, das dürfen sie nicht. Ja, wir dürfen alles. Ah, sie dürfen alles. Stopp. Ja, nein, das ist ein Kass. Wenn wir physisch bei mir da ein Gespräch führen, brauchen Sie das nicht aufzeichnen. Das ist unnötig an und für sich. Die journalistische Tätigkeit, die käme da schon ein bisschen aus mit der journalistischen Tätigkeit. Aber das ist eine Farce, was Sie aufführen da. Jeden Scheiß da mitfilmen und was. Willst du uns was aufs Zeug flicken oder was? Ja, wenn sie uns auffordern, dann müssen sie nachkommen. Und wenn sie euch keiner auswählt, sind sie der Grundsatzidentitätsfeststellung zur Festnahme. Ja. Dann nehmen sie alle fest und aus. Ist okay. Ja, einen Ausweis wollen wir vorher sehen, bitte. Zeig mir den Ausweis und wieder festnehmen. Wenn sie die Identität nicht bekannt sind, nehme ich sie fest. Ob man jetzt den Eindruck bekommt, dass uns der Staatsanwalt unbedingt im Gefängnis sehen will, kann ich so nicht sagen. Ich bin mir sicher, er sieht uns ernsthaft als Problem. Wenn er uns schon nicht einsperren kann, will er uns doch zumindest möglichst lange Zeit fesseln. Sei es jetzt mit einem Prozess oder mit einer U-Haft oder dadurch, dass er unser Leben einfach ruiniert. Was? Ein Schlachthaus mit dir! Wir sind jetzt da vor dem Kleiderbau in Innsbruck. Da machen wir jetzt seit fast 3 Jahren eben die Anti-Belz-Demos. Alles, was wir da in Innsbruck gemacht haben, waren legal angemeldete Demos und 2x ein Run-In. Aber nicht mal in dieser Filiale, das ist ganz wesentlich. Wir haben die Run-Ins in Filialen außerhalb von Innsbruck gemacht, damit hier bei unserem Stammdemoplatz nichts passiert. Und wenn uns wirklich diese Aktionen des zivilen Ungehorsams als Gewalt ausgelegt werden, dann kann es durchaus sein, dass das mit der Demonstriererei in diesem Sinne, wie wir es bisher gehabt haben, vorbei ist. Und beziehungsweise man kann vielleicht sogar politische Kunst machen, muss es aber dann immer auf jeden Fall diesen Mantel der Kunst mithaben. Und wenn es dann plötzlich ausarbeitet und man nicht dann plötzlich Kampagnenleiter, wie ich es eben war, ohne Kunst, ohne irgendwas, sondern plötzlich reine Politik, dann wird das Ganze verdächtig und plötzlich macht es dann einen Eindruck auf kleingeistige Leute. Diese ganze Kunst ist möglicherweise nur ein Deckmantel. Und dann kann es eben so passieren. Fleisch ist ein Stück! Ich war praktisch aufgrund meiner Haltung, aufgrund meiner Aussagen und nicht aufgrund meiner Daten da jetzt mit eingewurzelt. Und es war wahrscheinlich auch wesentlich einfacher, mich zu rechtfertigen und zu verteidigen, wenn jetzt da stehen würde, muss, ich habe an dem und dem Tag das und das gemacht, dann kann ich sagen ja oder nein. Das ist nicht der Beurteilung der Polizei überlassen, ob das so ist. Das muss letztlich die Staatsanwaltschaft oder das Gericht beurteilen. Und die werden das auch tun. Und zu dieser Generallinie, die da angeklungen ist, das Innenministerium möchte die NGOs abschaffen oder ihre Tätigkeit einstellen, kann ich überhaupt nichts sagen. Fragen Sie da die Frau Ministerin, die wird Ihnen sicher das beantworten. Die Ereignisse der letzten Jahre, der letzten Monate haben gezeigt, dass Terrorismus eine ernstzunehmende Gefahr ist. Nach Berichten der Polizei gibt es auch in Österreich Leute, die etwa nach Afghanistan oder andere Länder fahren, um sich dort ausbilden zu lassen und dort lernen, wie baut man etwa eine Bombe
und das zu terroristischen Zwecken. Und dem muss Einhalt geboten werden. Und deswegen sind wir sicherlich einen Schritt weiter gekommen. Wir brauchen einfach geeignete Instrumente. Aber natürlich sollen nur die Richtigen davon betroffen, getroffen werden. Terrorismus soll betroffen werden. Und andere, die ein sehr hehres Ziel verfolgen, etwa die Aufrechterhaltung einer Demokratie, die nicht. Die Bestimmung des Paragraphen 278a gibt es ja schon relativ lange. Und man muss immer unterscheiden zwischen der Norm und der Anwendung. Wie diese Norm dann angewandt wird, das wird sich in einzelnen Fällen noch zeigen. Grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, Österreich ist dadurch sicherer geworden, aber die Bestimmung hat ihren Sinn und ihren Zweck. Wenn es denn wirklich um Mafia-Delikte geht, Geldhandel, Drogenhandel, Menschenhandel, Frauenhandel und das in einer professionellen organisierten Struktur, ist aus rechtsstaatlicher, menschenrechtlicher Sicht es nicht nur unbedenklich, sondern sogar geboten, dass die Polizei mit allem, was verfügbar ist an Ermittlungsmöglichkeiten, gegen diese schwersten Kapitalverbrechen vorgehen kann. Das rechtsstaatliche Kunststück liegt daran, das eine vom anderen abzugrenzen. Wenn man Dinge wie, ich weiß nicht, eine Freiland-Eier-Kampagne oder die Aufforderung, mit Tieren ethisch einwandfreier umzugehen und auch den entsprechenden Druck auf Unternehmen, die das nicht einhalten, sei es im Tierschutzbereich, im ökologischen Bereich, im Menschenrechtsbereich oder wo auch immer, wenn man all das kriminalisieren will, dann bringt man den ganzen Staat und die ganze Gesellschaft zum Schweigen. Ich glaube, es ist wichtig festzustellen, dass das keine Zufälle sind. Es ist nicht so, dass jetzt irgendein Innenminister einen schlechten Tag hatte, sondern das sind wirklich strukturelle Entwicklungen, die eine ganz bestimmte Absicht haben, die einen Zweck haben. Die Absicht ist, dass der Staat wieder versucht, Kontrolle zu gewinnen. Das Zweite, was man erkennen kann daran, dass es in vielen Ländern Europas jetzt eine Ausweitung von Gesetzen, die ursprünglich als Antiterrorismusgesetze verabschiedet wurden, auf andere Formen sozialen Protestes, ist ganz eindeutig, dass man sich vorbereitet auf Zeiten zunehmender sozialer Konflikte. Und für diese Zeiten soll natürlich der Staat Instrumente zur Verfügung haben, die dann ein resolutes Durchgreifen ermöglichen. Dadurch wird es für Bürgerinnen und Bürger und eben meistens nicht für die Mafiosi gefährlich. Ne? Das heißt, letztlich ist der Gewinn auf der Ebene Bekämpfung organisierter Kriminalität wahrscheinlich marginal, wenn überhaupt. Aber die rechtsstaatlichen Verluste, die sind immens. Wirklich gefährlich ist der Paragraph ja jetzt gar nicht so sehr wegen der Strafdrohung oder wegen dem schlecht formulierten Tatbeständen und Ähnlichem mehr, sondern wegen der enormen Ermittlungsmethoden, die hinten dran hängen. Das ist ja wie, ich weiß nicht, 10 Groschen in einen Geldautomaten einwerfen und jedes Mal 10 Freispiele gewinnen. Das sind die wirklich rechtsstaatlich bedrohlichen Bilder jetzt über die Frage hinaus, warum geht eine Gesellschaft mit engagierten, mühsamen, lästigen, überzogenen, was auch immer, Tierschützern, warum kann man sich mit denen nicht anders auseinandersetzen, wenn einem deren Anliegen nicht passt? Ich glaube sozusagen, die Tierschützer haben politisch einer starken Lobby wehgetan. Ja? Der Pelzindustrie, den Jägern. Und diese Lobbys haben sich zur Wehr gesetzt und dann hat man sozusagen eine scharfe Waffe gezogen, um auch gegen die Tierschützer dann vorzugehen und ihnen sozusagen, ich sage es jetzt knallhart, das Chaos zu machen. Gemeinsam mit dem eindrucksvollen Chor der Kärntnerjägerschaft, eines wohl der bekanntesten Jägerinnen und Jägerlieder zu singen, auf zum Frühlingsjagd. Alle gemeinsam! Auf zum Frühlingsjagd!
so politisch stark. Gut, lassen Sie nicht bei Ihren quasi von Ihnen. Schauen Sie, ich lasse mich nicht so leicht unterkriegen. Ja. Wir haben das selber ausgesucht, da in Politik ist es halt manchmal nicht so einfach. Mal so, mal so. Und die Justiz hat sich nichts vorzuwerfen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und mit diesem Bewusstsein muss man auch in der Öffentlichkeit auftreten. Ne? Also hier haben Sie mich aus dem Bett geholt, mit der Waffe bedroht und hierher gestellt. So offensichtlich nennen Sie das ein Sichern. Man muss die Leute hier festmachen, an die Wand stellen, das Pistole ins Genick. Ich habe den Gang runtergeschaut und dort ist mein Bruder gestanden, ebenso an der Wand mit der Pistole im Genick, daneben seine kleine Tochter und seine Frau. Und wie wir so auf diese Weise gesichert waren, sind dann die zivilen Polizisten alle reingekommen. Wirklich insgesamt, weiß ich nicht, 30 bis 50 Personen. Und haben begonnen, dieses Haus auseinanderzunehmen. Schwarz maskiert, Polizei hier geschrieben, mit dem Sturmgewehr auf mich gerichtet. Die haben mich angeschrien, Polizei, raus aus dem Bett, Hände hoch. Ich hab ab dem Zeitpunkt war ich komplett unter Schock. Ich habe nicht gewusst, was passiert. Habe die Befehle befolgt, bin hier nackt aus dem Bett gesprungen. Nach einiger Zeit habe ich ganz leise gefragt, ob ich mir bitte wenigstens was anziehen darf. Dann wurde kurz Rücksprache gehalten und dann haben mir die Beamten eine Unterhose gegeben. Ich bin angeklagt, der Computerexperte einer kriminellen Organisation zu sein, weil eben, wie das Ermittlungsverfahren ergeben hat, ich Computerberatungen bei Problemen von Freundinnen und Tierschutz, Tierrechtsaktivistinnen durchgeführt habe. Das hat sich aus der Telefonüberwachung ergeben und da hat sich die Sonderkommission gedacht, das passt gut in das Tatbestandsmerkmal Unternehmensähnlichkeit, Arbeitsteiligkeit, was ja erforderlich ist. Da hätten wir den EDV-Experten. Ich war nicht zu Hause, als einziger von allen Verdächtigen, von allen Verhafteten war ich in Wien und dadurch hat die Polizei hier um 6 Uhr früh zu wüten begonnen, ohne mich, mit zwei Zeugen aus der Nachbarschaft, hat mich angerufen in Wien, mich aufgeweckt und gesagt, wir sind in ihrem Haus. Und ich habe gesagt, ja, und was machen wir jetzt? Haben gesagt, ja, wo sind Sie? Wir wollen Sie abholen, weil wir haben auch einen Haftbefehl gegen Sie. Und dann hat eben der Polizist gesagt, der Älteste, der Redner, hat gesagt, nein, so einfach ist es nicht, Herr Moser, wir haben auch einen Haftbefehl. Und dann ist mir natürlich das Ladels schier aufgeschossen. Also das war dann so der erste, oder eigentlich der zweite große Schock für uns. Weil Haftbefehl, das haben wir ja damals nicht absehen können, wie lange das dauern wird. Und dann bin ich in Handschellen rausgeführt worden und einvernommen worden und in die Justizanstalt für 104 Tage überstellt worden, ohne Chance rauszukommen, egal was ich oder meine Anwälte argumentiert haben bei Haftverhandlungen. Für mich ist das so unverständlich, wie so ein Einsatz zustande kommen hat können, dass die auf Leute, die sie jahrelang beobachten, wo sie wissen, wofür wir uns eingesetzt haben, dass wir nicht bewaffnet sind, mit solchen Terrormitteln vorgehen und meine Tür eintreten mit Rammböcken und auch nach der Untersuchungshaft wieder zurück in meiner Wohnung, ich konnte nicht in meinem Bett liegen und einschlafen. Also Wochen und Monate lang nicht. Ich konnte vor 6 Uhr morgens, also bevor die gekommen sind, konnte ich einfach nicht einschlafen. Erst um 6 Uhr in der Früh habe ich wieder die Gewissheit gehabt, okay, heute kommen sie nicht. Den Bolzenschneider ist interessant, weil genau so einen haben sie nämlich bei mir zu Hause beschlagnahmt bei der Hausdurchsuchung letztes Jahr. Und auf mein Argument, den Bolzenschneider brauche ich für meine künstlerische Tätigkeit, was so irgendwie eigentlich relativ offensichtlich ist, der Leute gelacht und gemeint, Künstler hat keinen Bolzenschneider, ein Künstler hat Pinsel. Abschlussbericht, Seite 2. Christian Peter Josef Moser, geborener Abler, geboren am 3.10.1976 in Innsbruck, alias Bolzenschneider, ist verdächtigt, seit zumindest 2002 Mitglied einer kriminellen Organisation nach § 278a Strafgesetzbuch zu sein. Ach, super toll. Moser, Haftraum 09, zack. Und dann siehst du genau das.
Und draußen ist, geht der Scheinwerfer um und beleuchtet diese Fassade. Und das Gitter ist dann dreifach, vierfach, je nachdem, in welchem Winkel der Scheinwerfer ist. Ja. Und du hast nur Gitter und du hast immer nur Dämmerlicht. Und ich bin mir natürlich dann schon so vorgekommen, wie genau die Sachen, für die ich mich im Sonnenschein setze. Ich habe deswegen hab ich eben auch die Brücke geschlagen zu den eingesperrten Hühnern, zum eingesperrten Elefanten. Ich habe jetzt nach diesen 3 Monaten Gefängnis gemerkt, dass du auch gar nicht mehr fähig bist, wirklich irgendwie dieses Leben zu handeln, zu managen. In die Träume holt mir natürlich weniger die Zukunft ein, sondern eher die Vergangenheit. Und ich träume, wie es war im Gefängnis. Und wie es jetzt in meine Kinder ausschaut, das sind Sachen, natürlich, wir reden ständig über diese Dinge. Aber einschauen kann ich nie. Ja, der Noah wacht auf zum Teil und weint, weil er geträumt hat, er wird verhaftet. Und unter normalen Umständen kann ich meinem Kind sagen, geh bitte, das ist ein Traum. Sowas passiert doch nicht. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ob sich meine Kinder denken, okay, der Chris hat das und das gemacht, alles vollkommen legitime Sachen. Und trotzdem haben sie ihn eingesperrt, trotzdem haben sie ihn knappes Jahr von uns weggerissen im Zuge dieses Prozesses. Ist das auch, vielleicht auch genau möglicherweise das ist Kalkül, dass wenn sie mir schon die Kirschen da stopfen, dass sie zumindest meine Kinder nachher später mal ruhig halten? Hab keine Ahnung. Könnte sich aber genau ins Gegenteil umdrehen. Ich war jetzt 104 Tage im Knast und jetzt endlich kann ich wieder das tun, was ich immer getan habe. Ich kann demonstrieren gehen und ich habe sogar hier die Chance, direkt gegen die mich eingesperrt haben, zu demonstrieren. Das ÖVP-Innenministerium unter Minister Blatter war Ausgangspunkt des größten Justizskandals der Zweiten Republik. 10 Tierschützer wurden im Mai für 105 Tage ohne jeglichen Hinweis auf eine konkrete Straftat weggesperrt. Auf Geheiß von einigen Wirtschaftsfreunden wurde dieser unfassbare Repressionsskandal gegen Tierschutz in Österreich vom ÖVP-Innenministerium unter Minister Blatter inszeniert. Wir fordern die ÖVP auf, nie wieder mit Antiterrorparagrafen auf Tierschützer oder Umweltschützer loszugehen. Kommt langsam heraus, was hier alles an Ermittlungsmaßnahmen gelaufen ist. Also aus dem Bericht des Justizministeriums, dort ist abzulesen, dass gegen 267 Personen optische und oder akustische Überwachungsmaßnahmen angeordnet worden sind. Das steht wortwörtlich so drin. 267 Personen aus dem Tierschutzbereich. Also es gab ja noch große Lauschangriffe. Es hat zumindest, das wissen wir auch, in die Untersuchungshaft hinein noch Überwachungsmaßnahmen gegeben, die sie zugeben. Danach werden diese Überwachungen weitergegangen sein, nur sind die in einem Akt, in einem neu angelegten Akt, in einem Parallelakt, auf den wir überhaupt keinen Zugriff haben. Im Polizeiabschlussbericht heißt es ja, dass eine kriminelle Organisation auf längere Zeit angelegt war und immer schwerwiegende Sachschäden unter den Namen Animal Liberation Front, Animal Rights Militia, wütende Wildschweine und so weiter begangen hat. Und ihr seid verdächtig, dass ihr unter diesen Namen Brandanschläge begangen habt? Nein, das stimmt nicht, dass wir verdächtig sind. Es gab während unserer Urhaft, beziehungsweise kurz danach, eine Aussendung des Innenministeriums, wo das knallhart erfunden und erlogen wurde. 224 Straftaten, von denen 62 dieser Gruppe zugeordnet werden muss. So stand dort. Und jetzt sind alle diese Ermittlungsverfahren eingestellt. Und man sieht, es gab nicht den geringsten Hinweis, dass es irgendjemand von denen gewesen ist. Also das ist der einzige Zusammenhang. Hier sind jemand im Tierschutz aktiv. Diese Straftat könnte von einem Tierschützer begangen worden sein. Also würden es dieselben sein. Und es gab ja eine Lawine von Niederlegungen dieser Ermittlungsverfahren. Und man hat sich ausschließlich auf § 278a eingeschossen. Alles andere hatte nie eine Substanz und hat es bis heute nicht. Na, wie gesagt, ich sage nur, wir geben dazu keine Stellungnahme ab. Und es wird wahrscheinlich möglicherweise eben zu weiteren Verfahren kommen. Und ja, deswegen werden wir uns dazu nicht äußern.
Wie meinen Sie, es wird zu weiteren Verfahren kommen, also in dem sogenannten Tierschützerprozess? Ja, genau, also mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber ja. Alles klar. Ja, das war Ihre Anfrage und ja, ich sage ja. Ihnen eben, dass wir hierzu keine Stellungnahme abgeben. Ja, okay, das ist natürlich jetzt enttäuschend. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, der Film wird auf jeden Fall in ganz Österreich laufen und nachher auch im Fernsehen. Dann müssen wir halt schon reinschreiben, genau was Sie jetzt gesagt haben. Von der Pressesprecherin des Innenministeriums wurde uns mitgeteilt, dass Interviews mit keinem im Innenministerium möglich sind. Ist Ihnen das recht? Nein, dass wir keine Stellungnahme dazu abgeben können. Genauso möchte ich dann, dass es auch zitiert wird. Ja, aber keine Stellungnahme heißt ja, dass Sie zu keinem Interview bereit sind, ne? Gut, dann können Sie das so sagen. Ja, wie gesagt, also wir sind eben zu keiner Stellungnahme diesbezüglich bereit. Da, geh mal raus. Komm, du fauler Sack. Während ich hier im Tierheim der Totenhilfe von der Totenlin habe ich einen Anruf bekommen, dass die Strafanträge jetzt fertig sind und das Justizministerium doch entschieden hat, dass wir angeklagt werden sollen. Aber gleichzeitig gibt es auch Einstellungen von einigen Verfahren. Im Großen und Ganzen ist hauptsächlich dieser ominöse Paragraph 278a übrig geblieben. Jetzt müssen wir halt damit rechnen, dass es zu einem Prozess kommt. Das ist jetzt so gut wie fix. Aber man kann natürlich immer noch darauf hoffen, dass es ein Freispruch wird, dass das Ganze positiv für uns endet. Aber das schaut nicht sehr gut aus. Weil natürlich diese Leute, die das Ganze initiiert haben und mit einem derartigen Eifer vorangetrieben haben, das Gesicht verlieren würden und wahrscheinlich auch ein ziemliches Köpferollen geben würde bei den verantwortlichen Beamten, die also den Mist gebaut haben und jahrelang die Falschen verfolgt haben. Eigentlich hat es mich sehr überrascht, dass überhaupt ein Strafantrag gekommen ist. Weil es ja null Beweis dafür gibt, dass es eine Planungshandlung gibt oder dass diese Leute, die da beschuldigt sind, überhaupt miteinander zusammenarbeiten. Wenn man bei mir irgendwelche konkreten Straftaten gefunden hätte, dann behaupte ich, hätte man 278 auch schon längst vergessen. Ah, teilen wir uns ein paar Schnitten. Bist du zwei und ich eins. Machen wir es so. Woher jetzt konkret die Reaktion kommt, warum die Behörden so wahnsinnig drastisch gegen uns reagieren. Also wer fühlt sich heute in der Gesellschaft durch die Tierrechtsbewegung bedroht? Niemand. Und fühlen sich die Jäger bedroht, dass man möglicherweise nicht mehr jagen kann in der Zukunft? Fühlen sich die, ich weiß nicht, Tierfabrikanten bedroht, dass sie nicht mehr produzieren können? Das ist alles doch im Moment überhaupt nicht die Diskussion. Wir sind auf einem ganz anderen, auf einem ganz embryonalen Level. Wir besprechen jetzt, soll ein Schwein Stroh haben oder nicht? Ich meine, wer kann sich doch sowas bedroht fühlen? Also irgendwie übersteigt schon meinen Verstand, dass hier eine Bedrohung empfunden wird. Aber eins ist schon deutlich geworden und das merkt man auch gesamtgesellschaftlich, dass gewisse Kreise in der Gesellschaft eine fundamentale Angst vor selbstorganisierten Bewegungen haben, die eigene Sprachen entwickeln, eine eigene Dynamik entwickeln und die nicht von oben kontrollierbar sind. Am liebsten hätten sie Vereine, die kriegen eine Subvention von oben, die haben gewisse Rolle zu spielen und da ist alles genau bekannt, wer ist Mitglied und wer redet und alles soll ganz genau und ordentlich und so sein. Das... Ich habe schon, glaube ich, so eine Lawine, also einen Sturm. Versuch das in der Mitte hochzudrücken. Letzte Woche habe ich aus einer Tageszeitung erfahren, dass drei weitere Leute auf der Anklagebank sitzen werden und habe dann über drei Ecken erfahren, dass ich betroffen bin
Und meinen Strafantrag habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt, geschweige denn irgendeine andere Information. Das ist wie gesagt aus der Tageszeitung. Und gestern habe ich mir eben meinen Strafantrag abgeholt. Nicht ganz 4 Wochen vor dem großen Prozess sind jetzt dann noch 3 weitere Personen plötzlich angeklagt worden. Aus heiterem Himmel muss ich sich das vorstellen, der Akt hat 15.000 bis 20.000 Seiten, unlesbar in der Zeit, geschweige denn bearbeitbar. Hintergrund ist offensichtlich, dass man sozusagen die kriminelle Organisation ein bisschen aufbauschen will. Und es geht wirklich um den sogenannten Sympathisanten, der eine Einstellung hat, der vielleicht in einem E-Mail einmal schreibt, das ist schon gut, wenn die Walfänger in Japan gestoppt werden, obwohl das nach japanischem Recht sicher schwer verboten ist. Ja. Diese Gutheißung wird hier kriminalisiert. Ja, ich bin einfach verzweifelt gerade. Sie werfen mir vor, dass ich Mitglied einer kriminellen Organisation bin, nur weil ich das gemacht habe oder auch Aktivisten und Aktivistinnen motiviert habe, steht drinnen, bei Belz-Kampagnen mitzumachen, bei legalen Belz-Kampagnen. Ich erkläre hiermit, dass die Verhandlung öffentlich ist. Ich, das Gericht, bittet, diese Verhandlung nicht als Forum für politische Statements, politische Agitationen oder polemisierende Aussagen zu verwenden. Das Gericht würde das aufgrund der Verpflichtung zu einem effizienten, zweckmäßigen Verfahren nicht zulassen. Die kriminelle Organisation besteht durchgehend aus weit mehr als 10 Personen. Und tritt seit ihrer Gründung in den 80ern unter Bezeichnungen bzw. Synonymen wie Animal Liberation Front, Tierbefreiungsfront und ARM auf. Beziehungsweise verwendet sie auch Fantasienamen wie Wütende Wildschweine, Alf Leasing und Revolutionary Stars. Sie agiert überwiegend im Rahmen einer Doppelstrategie, die legale und illegale Aktivitäten vereint. Also, ich
denke mir, wenn der Herr Staatsanwalt in seinem Vortrag und seiner Begründung auf Ereignisse im letzten Jahrhundert in England Bezug nehmen muss, sieht man, dass die Beweislage für ihn nicht allzu günstig ist. Im Prinzip vermeint der Staatsanwalt, dass es eine legale Gruppe gäbe, die über diese Konstruktion der Doppelstrategie einen Deckmantel für illegale Aktivitäten bieten würde. Faktum ist, dass er nur den Nachweis erbringt bei einigen meiner Mandanten, dass die für legale Vereine tätig waren. Und was soll man als Verteidiger groß dazu sagen? Erstens ist es nicht strafbar, für einen legalen Verein tätig zu sein. Und sämtliche Beteiligte wurden über 3 Jahre überwacht mit Peilsender, Hausdurchsuchungen, optische Überwachung, großer Lauschangriff. Und wenn in so einer Konstellation keine einzige Straftat nachgewiesen werden konnte, gibt es 2 mögliche Schlüsse. Entweder der österreichische Verfassungsschutz ist völlig unfähig, wovon ich nicht ausgehe. Der 2. Schluss ist, dass ihnen das nichts da ist, weil sie eben die Taten nicht begangen haben. Sind sie irgendwie abgeschottet, sind sie getarnt? Ja, überhaupt nicht. Wir wissen es, mit wem wir es zu tun haben, mit dem VGD, mit BAT und anderen Tierrechtsgruppen, die hehre Ziele verfolgen und sich nicht abschotten, sondern sogar mit den Medien zusammenarbeiten. Bitte zeigen Sie mir eine kriminelle Organisation in Italien, die mit den Medien zusammenarbeitet. Ja, vielleicht bestechen, aber nicht offen und sagt, hallo, hier ist die Mafia, bitte könnten Sie die Ideen der Mafia verbreiten. Das ist ja absurd, würde ich sagen. Dann weiters systematischer Gebrauch von Gewalt und Drohungen, um Mitglieder bei der Stange zu halten, auch das ein wesentlicher Aspekt, weil die kriminelle Organisation muss ja natürlich funktionieren und es dürfen gewisse Informationen nicht nach außen treten, weil sonst das kriminelle Ziel in Gefahr wäre. Ich fahre eben zurzeit Montag 7 Stunden her. Sonntag am Abend 7 Stunden her. Montag am Abend 7 Stunden zurück. Dienstag am Abend 7 Stunden her. Donnerstag am Abend 7 Stunden zurück. Wenn ich angerufen wäre oder so, meistens sitze ich im Zug. Ich weiß oft gar nicht, fahre ich hin oder zurück. Und auf eine Prozessdauer ist ganz schwierig zu sagen, weil man merkt, es ist sehr, sehr, sehr stimmungsabhängig von dieser Richterin. Ich glaube, bei meiner Vernehmung war sie relativ gut aufgelegt. Dann haben wir gedacht, hey, vielleicht dauert das gar nicht so lang. Dann haben wir gedacht, wir kämen vielleicht unter ein halbes Jahr. So wie sie heute im Weg ist, denke ich mir, das kann ein ganzes Jahr auch dauern. Also ich traue mich da überhaupt keine Prognosen zu machen. Eine Person entscheidet. Im Endeffekt liegt alles an dieser Person und an den Launen dieser Person. Nachdem mich die Richterin eben auch gefragt hat, wie das mit meiner Auseinandersetzung mit Gewalt in der Kunst, was damit auf sich hat, habe ich eben ein paar Vergleichsbeispiele aus der Kunst auch gezeigt. Und dann den Gottfried Hellenwein. Die Frau Richterin war wirklich schockiert. Die Frage ist jetzt, ob meine künstlerische Arbeit dadurch im Endeffekt, dass ein Schneider ist, oder ob in ihren Augen der Hellenwein kriminalisiert wird, was auch sein kann. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht einen Fehler gemacht. Sami? Noah? Dalia? Ich bin jetzt fertig, möchten wir zum Bach gehen? Viel von meiner Aggression kommt natürlich in meiner Kunst rüber. Das ist ganz wesentlich. Für mich ist Aggression auch eine Spielvariante des Widerstands. Natürlich. Also beispielsweise ein Teil von meinem Akt, das ist auch etwas sehr Groteskes, aber es wimmelt vor solchen grotesken Sachen. Da wird mir beispielsweise vorgeworfen, der Entwurf von einem Flugblatt, wo drauf steht Jäger töten. Und eben dieses Rufezeichen, das ist ein sehr wichtiges. Sie sagen also, hätte ich dieses Rufezeichen hier nicht gesetzt, wäre es möglicherweise als Antwort auf die Frage, was tun Jäger, zu verstehen. So ist es eindeutig eine Drohung. Obwohl noch da diese ganze Litanei, dieses Gedicht steht praktisch, das eigentlich erklärt.
Die Stimmung ist recht angespannt. Die Richterin lässt den Staatsanwalt ungebremst permanent fragen und reden und auch von Thema zu Thema springen. Und bei der Verteidigung hingegen tut sie sofort einschränken, ins Wort fallen, nicht ausreden lassen und einfach drüber fahren. Man hat das Gefühl, man ist ohnehin schon vorverurteilt hier. Immer dann, wenn es spannend wird, weil Widersprüche auftauchen, habe ich den Eindruck, dass ich als Verteidiger immer wieder unterbrochen werde, dass die Frage dann abgeschwächt umformuliert wird. Vor allem passiert das immer wieder im Zusammenhang mit Fragestellungen, wo die Richterin heute gemeint hat, unangenehme Fragen für den Zeugen sind. Ich denke mir, das Strafverfahren ist nicht primär dafür da, ein Wellnessort für Zeugen zu sein. Das Strafverfahren dient der Erforschung der materiellen Wahrheit. Und wenn Widersprüche auftauchen, ist das normalerweise eher ein Grund für einen Richter, den Zeugen auf die Wahrheitspflicht hinzuweisen. Auch der Herr Staatsanwalt hat kein einziges Mal einen Zeugen an Wahrheitspflicht erinnert und das bei Konstellationen, wo meines Erachtens das nicht so sein kann. Der Hintergrund ist der, dass ich ja verdächtigt werde, ein Auto beschädigt zu haben, weil ich 2 Monate, bevor das Auto beschädigt wurde, im Umkreis von 1100 Meter bei einem Funkmast im 4. Bezirk vorbeigefahren bin. Und es gibt da eben Protokolle, wo man sieht, zu welcher Uhrzeit ich da in dieser Gegend telefoniert habe. Und ich bin dann auf was Interessantes draufgekommen, und zwar fehlen da zwischendurch Gesprächsprotokolle. Und dann habe ich eben danach gefragt, und die Antwort war die, dass eben um 18.21 Uhr, also 3 Minuten, nachdem ich das letzte Mal im 4. Bezirk geortet wurde, ich in Guntramsdorf, beziehungsweise zwischen Guntramsdorf und Wiener Neustadt gewesen sein soll. Nicht einmal mit einem Helikopter würde man das schaffen, in 3 Minuten diese Distanz zu überbrücken. Und wie wir dann genauer nachgefragt haben, haben sich immer mehr Widersprüche herauskristallisiert. Irgendwann einmal hat die Richterin das Wort ergriffen und hat zu mir gesagt, Herr Naht, Sie waren um 18.18 Uhr im 4. Bezirk. Um 18.21 Uhr waren Sie in Guntramsdorf. Um 21.30 Uhr waren Sie wieder im 4. Bezirk. Warum sind Sie dann wieder in den 4. Bezirk zurückgefahren? Ja, und ich habe gar nicht gewusst, dass ich da jetzt überhaupt noch ernsthaft antworten drauf soll. Für mich ist klar, dass diese Daten absolut fehlerhaft sind. Und wir haben dann auch den Sachbearbeiter in die Zange genommen. Und er hat dann gesagt, ja, er hat eben die Koordinaten gehabt und hat angefragt bei T-Mobile. Und die erste Antwort war, dass da gar kein Funkmast existiert. Also ganz klar war das Gefühl, es geht nicht darum, das zu sagen, was wirklich abgelaufen ist. Es geht darum, abzuschotten gegen jede Nachfrage. Ich habe als operativer Sokoleiter fungiert. Ich habe versuchen müssen, festzustellen, ob strafbare Handlungen von den Personen, die auch als Demonstranten tätig sind, konkret mit den strafbaren Handlungen in Verbindung stehen. Die Beilsender wurden an den Autos angebracht, weil wir gehofft haben, dass wir irgendwann einmal jemand auf frischer Tat betreten. Die Gruppe war so professionell, dass wir sie nicht auf frischer Tat betreten haben. Das ist meine persönliche Meinung. Aber hallo, das ist eine Schlussfolgerung, die einem Zeugen nicht zusteht. Der Zeuge sagt aus seinen eigenen Wahrnehmungen und Erinnerungen aus. Ich halte Ihnen ein E-Mail vor, aus dem hervorgeht, dass Sie Ihren Kollegen geschrieben haben, es sollen möglichst viele Polizisten bei Demos anwesend sein, damit diese möglichst gefährlich und aggressiv erscheinen. Warum war es erforderlich, ganze Busse in Bereitschaft zu halten? Das habe ich schon gesagt. Wegen aggressiven Flugzeitunverteilen? Das habe ich bereits gesagt. Was ist aggressives Flugzeitunverteilen? Wenn ich normal einen Flugzettel verteile, dann ist das nicht aggressiv. Aber wenn ich dazu Äußerungen sage, warum kaufen Sie in dem Geschäft ein, nicht bei einem, sondern ständig, dann... Gab es kriminaltaktische Überlegungen, dass in der Öffentlichkeit durch die Anwesenheit verstärkter Polizeipräsenz das Licht der außergewöhnlich gefährlichen Demonstranten entsteht? Ich sehe keine Veranlassung. Warum sollen wir, die Polizei, Personen schlecht machen? Die Personen machen sich selbst schlecht, weil sie eine Doppelmoral haben, einerseits zu demonstrieren und andererseits offensichtlich Anschläge vorbereiten. Das ist unglaublich. Das ist eine persönliche Wertung des Zeugen.
Der Staatsanwalt soll einschreiben. Haben Sie da jetzt Ihren persönlichen Eindruck zum Ausdruck gebracht, Herr Zeuge? Genau. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Können Sie mir konkrete Beweise, Zeugen, DNA-Übereinstimmungen, Überwachungsergebnisse sagen, die belegen, dass diese Personen Anschläge geplant hätten? Ich verweise auf den Akt. Wissen Sie, wo sich das im Akt befindet? Ich verweise auf den Akt. Sie waren doch führendes Mitglied der SOKO von April 2007 bis Oktober. Ich beantrage, die Frage nicht zuzulassen. Ich habe noch ein paar Fragen. Das kann ich mir vorstellen, dass Sie noch einige Fragen haben. Können Sie mir etwas sagen, wie es zur Bildung der kriminellen Organisation kam? Ich verweise auf den Akt. Vorhin haben Sie gesagt, es hätte sich ein arbeitsteiliges Vorgehen herauskristallisiert. Können Sie dazu etwas Näheres sagen? Im Detail verweise ich auf den Akt. Gab es einen großen Lauschangriff? Ja. Welche Ergebnisse wurden daraus gewonnen? Ich verweise auf den Akt. So, Sie haben jetzt die Verhandlung gestört und werden aufgefordert, den Verhandlungssaal zu verlassen. Wenn der Verhandlungssaal jetzt verlassen wird, bitte, wenn die Polizei sorgt, die Verhandlung ist geschlossen, der Verhandlungssaal ist zu verlassen, bitte, und hole ich den Herrn Präsidenten, der hat hier das Hausrecht, bitte, den man dann persönlich sagen. Heute habe ich eine Rüge gekriegt, dass ich mich mit meinem Anwalt beraten habe und dazu aufgestanden und zu einem nach hinten gegangen bin. Ich habe eine Rüge gekriegt, dass ich an einen Sachverständigen eine Verständnisnachfrage gestellt habe wegen einer Jahreszahl. Bin abgemahnt worden und mir ist gedroht worden, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich was sage, rausfliege aus dem Saal. Wobei ich sagen muss, das ist mir gar nicht unrecht. Ich habe mittlerweile einen Antrag gestellt, dass ich an der Verhandlung nicht mehr teilnehmen muss, bis auf die Zeugen, die mich betreffen, weil das, was in den nächsten 2 Monaten abgehandelt wird, betrifft mich zu maximal 1%. Ich sitze also da den ganzen Tag völlig sinnlos drinnen. Ich bin ja mittlerweile Notstandshilfeempfänger durch diesen Prozess, habe 2 Töchter zu versorgen, die nicht gerade in einem billigen Alter sind. Mir ist vorgehalten worden, dass ich Schweine befreit hätte, aber es ist ein Tatzeitraum extra ausgeweitet worden auf 14 Uhr bis am nächsten Tag um 9 Uhr. Das deshalb, weil ich am Nachmittag, also zwischen 14 und 18 Uhr, in den Großraum westlich von Wiener Neustadt eingeloggt war mit dem Handy laut Telefonüberwachung. Jetzt ist es aber so, dass ich nur so kurz im Bereich dieser Schweinefabrik eingeloggt war, dass allein schon nach Angaben des Bauern es nicht möglich gewesen wäre, in der kurzen Zeit die Schweine zu befreien. Außerdem geht aus dem Bekennerschreiben und den angehängten Fotos hervor, dass das Nachtaufnahmen sind, das heißt, es muss in der Nacht passiert sein. Für die Nacht habe ich aber wiederum ein Alibi. Jetzt tun sie es ein bisschen schwer. Jetzt haben sie also versucht, das Ganze auf Nachmittag wiederum zu verlegen. Und der Staatsanwalt will jetzt irgendwie nachweisen, dass zu dem Zeitpunkt schon dunkel war und dass deshalb quasi Nachtaufnahmen im Finstern sind, beim Bekennerschreiben. Lust hätte man natürlich jedes Tier, das in einem Käfig ist, zu befreien. Aber es würde auch nichts bringen, jetzt den Bären zu befreien, weil der würde sie in Freiheit gar nicht zurechtfinden. Aber in einer Auffangstation mit einem viel größeren Gehege sollte man auf jeden Fall verbringen und ich werde mich auch dafür einsetzen, dass das passiert. Und wir kommen zurück nach Österreich. Unter welchen Umständen darf die Polizei verdeckte Ermittler einsetzen, die sie bei verdächtigen Gruppen oder Organisationen einschleust? Darüber wird seit letzter Woche heftig diskutiert. Seit bekannt wurde, dass eine getarnte Polizeiagentin sich bei jenen Tierschützern eingeschlichen hat, die seit Monaten in Wiener Neustadt vor Gericht stehen, angeklagt wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Danielle Durand nannte sich die Polizeiagentin und über ein Jahr lang machte sie mit den Tierschützern gemeinsame Sache. Ihr Einsatz wurde jetzt nur zufällig aus einem Prozessakt bekannt und ist hoch umstritten. Er muss es wissen, denn in seinem Bereich, also der organisierten Kriminalität, setzt die Polizei die allermeisten Spitzel ein. 40 verdeckte Ermittler werden von Hofrat Geiger eingesetzt, die meisten in Suchtgiftsachen. Es kommt damit darauf an,
dass auf andere Art und Weise der Fall nicht lösbar ist, dass der Einsatz des verdeckten Ermittlers verhältnismäßig ist und natürlich auch, dass er erfolgversprechend ist. Wir können jetzt beweisen, dass es eine verdeckte Ermittlerin gegeben hat, die 16 Monate lang in dem Herzen des VGT dabei war, uns infiltriert hat und bei allen Planungstreffen, bei allen Aktionen des zivilen Ungehorsams, bei den Recherchen, bei den Nächtlichen dabei war. Sie hat mit mir, nur wir zwei zusammen, in der Nacht Recherchen gemacht. Sie war sozusagen illegal plakatieren in der Nacht für Tierschutzsachen. Sie hat immer betrieben, dass man konspirativ vorgehen soll, dass man verschlüsseln soll, dass man Codeworte verwenden soll. Und sie hat bei den Planungstreffen mitgemacht. Diese verdeckte Ermittlung war illegal, weil sie seit spätestens 01.01.2008 genehmigungspflichtig gewesen wäre und diese Genehmigung nicht eingeholt wurde. Das hat die Leitung der Sonderkommission vor Gericht wörtlich gesagt, die verdeckte Ermittlung sei fehlgeschlagen und sie habe sie deswegen aufgeben müssen. Dabei hat sie noch mindestens neun Monate in das Jahr 2008 weiter angedauert. Also für mich war vor allem beachtlich, dass ja der Daniel Durand von Seiten der Beschuldigten nur auf die Spur gekommen ist durch ein Dokument, was eher zufällig ausgefolgt worden ist. Und dann ist einer der Beschuldigten draufgekommen, das ist ja die Frau, die Dani, wie sie offenbar genannt haben. Und dann wurde ein Privatdetektiv beauftragt und der hat eben dann geschaut, ob das stimmt und ist draufgekommen, es gab diese verdeckte Ermittlerin und das kommt mir ziemlich fragwürdig vor. Also mich hat in erster Linie der Kampf für eine gute Sache hergeführt und ich lerne sehr gern neue Leute kennen und ich möchte einfach viel dazu lernen und möglichst viele Leute auch kennenlernen. Ich finde das total schlimm, wenn man ganz normal und friedlich sich für eine sehr gute Sache engagiert und dann einen solchen Weg zu einem Ort wählen muss, wo total nette, friedliche Leute sind, wo eine super Stimmung ist, wo man weiß, alle kämpfen für dieselbe Sache und man wird irgendwie behandelt oder von der Polizei so angesehen, als sei man der ärgste Terrorist. Und sie hat auch immer beschrieben, dass wir freundlich zu ihr sind und dass eigentlich die Jäger diejenigen sind, die zum Beispiel bei einer beim Jagdmonitoring, also wenn man die Jagd filmt, die Aktivisten durch die Schirme versucht haben abzuschießen, ja. Da gibt es 5, 6, 7 solche Beispiele, wo ganz zentrale Punkte in der Anklageschrift 1:1 widerlegt sind durch den Bericht der verdeckten Ermittlerin. Und das wird jetzt auch dieser Führungsoffizier, hätte man in der DDR gesagt, aushalten müssen, ne? Solche Fragen. Weil der ist ja verantwortlich. Ja, ja. Herr Chefinspektor Waffel, bitte nicht am Anruf sein. Es war ja zwischen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung umstritten, ob der Einsatz der verdeckten Ermittlerin zur Abwehr von Gefahren diente oder zur Ermittlung und ob das dann rechtmäßig gewesen wäre. Zu diesem Zwecke wollten die Verteidigerinnen ja nachweisen, dass erheblich mehr an Berichten, Akten und sonst was vorhanden gewesen sein musste, als ihnen übergeben worden ist. Sie haben gesagt, in Österreich war die verdeckte Ermittlung nur zur Gefahrenabwehr. Warum, Herr Chefinspektor, sind dann Trinkflaschen beschlagnahmt worden? Warum wurde DNA abgenommen? Ist das nicht Beweismittelgewinnung? Diese Frage müssten Sie bitte dem Herrn Sokoleiter, Ministerialrat Zwettler, stellen. Ich hatte den Auftrag erhalten von der Sokoleitung und habe den Auftrag durch die eingesetzte verdeckte Ermittlerin ausgeführt. Ich war im Auftrag der Soko-Begleitung tätig und ich habe von der Soko-Begleitung Aufträge erhalten und habe diese umgesetzt und der Soko-Kleiderbauer berichtet bzw. übergeben. Herr Chefinspektor, Sie haben ja auch ausgeführt, dass Sie eine Machbarkeitsstudie vorgenommen haben. Wo ist denn diese Studie? Wir haben recherchiert, haben festgestellt, dass die Möglichkeit bestünde oder besteht, eine verdeckte Ermittlerin entsprechend des Ersuchens der Soko-Leitung einzusetzen. Herr Chefinspektor, noch einmal, das haben Sie mir schon erklärt, aber ich will wissen, wo diese Studie ist. Da gibt es keinen Bericht darüber, keine Studie. Aber warum steht dann im Bericht drinnen, eine Machbarkeitsstudie wurde durchgeführt? Wir haben einfach darüber nachgedacht, welche Ressourcen haben wir? Wo könnte man eine verdeckte Ermittlerin einsetzen?
Beziehungsweise ist es möglich, dem Ersuchen der SOKO zu entsprechen. Ist das so zu verstehen, dass Überlegungen angestellt worden sind, ob man a. überhaupt Personal hat dafür und b. ob man eine geeignete Person hat, die man auf gut wienerisch gesagt einschleusen kann? Richtig. Ist eine Tiertransportblockade in Ihren Augen ein gefährlicher Angriff? Eine Tiertransportblockade ist in meinen Augen kein gefährlicher Angriff. Aber es besteht die Möglichkeit, dass im Zuge dieser Blockade es zu gefährlichen Angriffen kommen könnte. Und aus diesem Grunde wurde von mir die SOKO-Leitung verständigt. Haben Sie irgendeinen Hinweis, dass bei irgendeiner Aktion dieser Art des Vereins gegen Tierfabriken es jemals zu einem gefährlichen Angriff gekommen ist? Oder auf was basieren diese Voraussagen? Wir haben im Zuge unserer verdeckten Ermittlungen keine gefährlichen Angriffe wahrgenommen. Ist für Sie das ein gefährlicher Angriff, wenn jemand mit einer Schusswaffe durch den Regenschirm einer anderen Person schießt? Ich kann diese Fragestellung nicht nachvollziehen, Herr Dr. Ballo. Es geht mir darum, dass in dem Protokoll so ein Vorfall geschildert wird und die verdeckte Ermittlerin ja zur Abwehr gefährlicher Angriffe eingesetzt war, aber diesen gefährlichen Angriff nicht abgewehrt hat. Jetzt wüsste ich gern, ob das auftragsgemäß war oder nicht. Im Bericht der verdeckten Ermittlerin Danielle Durand steht auf Seite 57. Die Tierschützer begaben sich in Richtung Zurndorf, Bereich Friedrichshof. Dort wurde von den Aktivisten ein Trieb erfolgreich gestört. Die Aktivisten zogen sich Warnwesten an und stellten sich mit aufgespannten Regenschirmen bei den Jägern auf. Da sich die Jäger jedoch nicht vom Schießen abhalten ließen, wurden sogar Schirme der Aktivisten zerschossen. Die Haltung der Jäger gegenüber den Aktivisten war von Anfang an feindselig. Und ist das für Sie ein gefährlicher Angriff gewesen, der hier geschildert wurde? Ja, es ist ein gefährlicher Angriff. Der nicht von der verdeckten Ermittlerin verhindert wurde? Ich weiß nicht, wie weit die verdeckte Ermittlerin zu dem Zeitpunkt weg war, wo sie war und so weiter. Das weiß ich nicht. Hat Sie das interessiert? Haben Sie dann nachgefragt? Ich habe den Bericht zur Kenntnis genommen. Ich weiß heute nicht mehr. Wie gesagt, das ist jetzt 3 Jahre her. Ich weiß nicht, was ich im Nachhinein gefragt habe. Noch einmal Hinweis an die Zuhörerschaft. Bitte sich ruhig verhalten. Chefinspektor Wappel hat ja von Anfang an gesagt, dass wir alle Aktenteile schon haben. Nach 4 Stunden Nachbohren und Nachfragen hat er gesagt, es liegt doch noch was bei ihm am Schreibtisch. Und ein weiterer Aktenteil, da weiß er gar nicht genau, wo er ist, weil er könnte auch irgendwo verschwunden sein. Das, was ich ganz grundsätzlich menschenrechtspolitisch für skandalös halte, ist, wenn es ein Ermittlungsergebnis gibt seitens der Polizei, das tatsächlich in wesentlichen Bereichen entlastend ist, diese Information schlichtweg verschwinden zu lassen. Das hat nichts mehr mit engagierten Ermitteln zu tun, sondern hier geht die Polizei hin und begeht eine menschenrechtliche Todsünde. Sie manipuliert Verfahren. Und damit ist die Polizei an einer Stelle angelangt, wo normalerweise das kriminelle Verbrechen steht. Herr Chefinspektor Wappel, bitte in den Verhandlungssaal treten. Chefinspektor Wappel hat selbst eingestanden, dass er sich mit der Frau Durand unterhalten hat nach seiner Einvernahme. Er hat zunächst gesagt, man habe nur über die gegenseitige Befindlichkeit geredet, dann aber zugestanden, dass er auch ihr mitgeteilt hat, was er gefragt worden ist. Also wenn jetzt die Frau Durand vielleicht gebetsmühlenartig wiederholt, das Ganze hat nur der Gefahrenabwehr gedient, dann kann man sich schon denken, woher das kommt. Die Linie des Büros für verdeckte Ermittlungen scheint zu sein, wir haben einfach einen Auftrag ausgeführt, der war Gefahrenabwehr und weiteres wissen wir eigentlich nicht. Wir können auch nichts dafür, wir haben das einfach ausgeführt, haben die Information weitergegeben und haben dann mit der ganzen Sache im Prinzip selbst nichts zu tun. Das ist so in etwa die Linie von Chefinspektor Wappel, die nämlich an mit seinem Büro abgesprochen wurde. Leute aus dem Publikum sind rausgetragen worden, obwohl sie vorher nicht abgemahnt worden sind. Das muss normalerweise immer sein. Sie haben das eingewandt, alle 3 aus dem Publikum, wurden trotzdem sofort körperlich rausgetragen. Ich habe schon gesagt, keine Einverständniserklärung für Filmaufnahmen meiner Person. Verlassen Sie den Verhandlungssaal.
Die Richterin hat jetzt entschieden, dass die verdeckte Ermittlerin Danielle Durand kontradiktorisch einvernommen werden soll. Das heißt, sie sitzt praktisch im Hinterzimmer und die Richterin geht mit unseren Fragen oder die Fragen der Verteidigung nach hinten und stellt diese. Wir haben auch kurz gesehen, wie die Beamtin über Videoschaltung aussieht. Ich kann nicht sagen, ob es die Danielle Durand war, die bei uns 16 Monate aktiv war. Sie hatte eine Perücke auf. Der Ton ist extrem schlecht. Also ich sage nur Kammerjustiz. Nein, es war einfach ein Gerichtssaal, ein tiefes Entsetzen darüber, dass hier die beste Entlastungszeugin für die Verteidigung hier auf diese Art und Weise entfernt wird und uns als Angeklagten und auch den Verteidigern das Fragerecht genommen wird. Kontradiktorische Einvernahmen sind für ganz bestimmte Fälle geplant. Im Auge hat der Gesetzgeber gehabt, beispielsweise Opfer von Verbrechen, die dann dem Täter gegenüber sitzen müssen. Das ist eine ganz andere Konstellation hier. Daher finde ich die Anwendung sozusagen eigentlich rechtlich nicht nachvollziehbar. Grundsätzlich glaube ich, dass eine verdeckte Ermittlerin so weit ausgebildet ist, dass ich glaube, dass es, wenn sie sich im Drogenmilieu, im Milieu der organisierten Kriminalität bewegt, dass sie in einem vom Polizei geschützten Gerichtssaal mit Sicherheit frei aussagen kann. Also ich werde demonstrativ den Saal verlassen, so wie schon einige andere den Saal verlassen haben. Wenn sie sich nicht umentscheidet und dass die Situation so bleibt, dass also Zuschauer nicht den Saal betreten können, weil sie absichtlich Polizeischüler noch dazu in doppelter Zahl halt reingesetzt hat. Aber weißt du, du hast die Pflicht da zu sein und theoretisch könnte ich die Polizei mit Gewalt rein. Ja, dann sollen sie mit Gewalt reinschleppen, auf das Wort, ja. Ich habe jetzt vorher gehört, 46 sind insgesamt da, sind zwei Klassen, oder? Mir hat vor der Tür die Rechtspraktikantin erzählt, es sind 30, die in aller Früh schon da waren und dann wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber jetzt kommt, kann nicht die Polizei einfach polizeikritische Vernehmungen blockieren, indem sie... Indem sie selber reinsetzt. Genau. Ohne Öffentlichkeit wären wir sowieso längst erledigt, ja? Dann hätten wir schon einen Schuldspruch. Deshalb ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit zur Kontrolle da ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Angst vor diesem Gericht, dass es uns verurteilt, weil die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Und dass es uns so behandelt, dass wir überhaupt keine Fragen mehr stellen dürfen, dass die StPO völlig ignoriert wird. Die Kameras aus dem Verhandlungssaal bitte. Keine Kameras mehr, keine Fotos mehr bitte. Aus dem Verhandlungssaal. Welche Informationen hatten Sie im Vorfeld zu der Sache? Mein Auftrag war es, gegen unbekannte Täter verdeckt zu ermitteln. Wie lautete der konkrete Auftrag? Was war das Ziel? Ziel des Einsatzes war es, gefährliche Angriffe abzuwehren. Ich habe diverse Veranstaltungen und Demonstrationen besucht. Inwieweit hat man sich erwartet, Erkenntnisse zur Gefahrenabwehr bei der Teilnahme an Demonstrationen als verdeckte Ermittlerin zu gewinnen? Ich verstehe die Frage nicht ganz. In welcher Art und Weise gefährliche Angriffe zu planen? Sich abzusprechen. Im Hinblick auf was konkret? Im Hinblick auf Jagdstörungen, Tiertransportblockaden und andere Straftaten. Ich möchte der Zeugin vorhalten, dass Jagdstörungen und Tiertransportblockaden ja keine Straftaten sind. Ich habe auch nicht gesagt, dass das Straftaten im Sinne des Strafgesetzbuches sind. Ganz eine andere Frage, und zwar zum Thema Gefahrenabwehr. Sie haben Magister Naht in der Untersuchungshaft besucht. Welche Gefahren sollten damit abgewehrt werden? Es hätten im Zuge dieser Besuche auch Sachbeschädigungen oder andere gefährliche Angriffe geplant werden können. Gefährliche Angriffe zwischen Magister Naht und Besuchern? Ja. Haben Sie da im Vorfeld oder im Laufe der verdeckten Ermittlungen Kenntnis erlangt, dass es Sachbeschädigungen zum Nachteil von Bekleidungsketten gegeben hat? Ich selber habe keine Sachbeschädigungen festgestellt. Haben Sie in einer Phase in Ihrer verdeckten Ermittlung Informationen bekommen, dass es Sachbeschädigung auf eine Auslage oder auf ein Auto gegeben hat? Nein. Hat es Informationen von Seiten der Soko oder wenn auch immer im Zusammenhang mit Buttersäure in einem Geschäft 8.01.2008 gegeben? Nein. Hat es im Zusammenhang mit Herrn Faulmann oder anderen Personen Besprechungen zum Thema Tierbefreiung gegeben? Das Thema Tierbefreiung wurde in keinen Diskussionen erwähnt. Sind Sie im Rahmen Ihrer Recherche im Internet auf Bekennerschreiben gestoßen? Nein.
Nein. Jetzt ist sie in einem Hinterzimmer gesessen, bis jetzt nur von der Richterin befragt worden. Wir konnten sie nicht fragen. Und ich muss sagen, ganz kurz zusammengefasst, sehr gut für uns. Also sie hat von mir nur das Beste gesagt, freundlich, nie irgendwelche strafrechtlichen Dinge, überhaupt kein Ansatz für eine kriminelle Planung, Treffen von Kriminellen, ja, irgendetwas Kriminelles. Und damit müsste doch dieser Prozess jetzt endgültig vorbei sein. 63 Tage, hören wir uns das jetzt schon an, wie lange noch? Bitte den Verhandlungssaal gehen. Es gibt einen, ich glaube, Sektionschef im BMJ, der jetzt auf die Schiene umgefallen ist, dass er gesagt hat, naja, das war halt eine schlechte verdeckte Ermittlerin, die ist nicht draufgekommen. Das heißt, wenn sie was herausbekommen hätte, dann wäre das belastend. Und wenn sie nichts herausbekommt, ist es auch belastend, weil das ja alles so konspirativ und doppelstrategisch läuft. Das heißt, hier wird die Schiene gelaufen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr braucht es euch ja nicht verteidigen, es kommt eh nur zu euren Lasten was raus. Also die Staatsanwaltschaft ist ja im Prinzip eine Behörde, die zur Objektivität verpflichtet ist. Die ist ja nicht, darf ja nicht einseitig tätig werden. Die hätten also von sich aus entlastende Beweismittel vorführen müssen, heißt auch die verdeckte Ermittlerin. Das ist alles nicht geschehen. Ich glaube, dass dieses Verfahren noch irrsinnig lang dauern wird. Es sei denn, dass endlich einmal das geschieht, was notwendig wäre, nämlich dass die Anklage nach 278a fallen gelassen wird und dass bei den Restvorwürfen man dann halt schaut, was beweisbar ist und was nicht. Wenn das nicht der Fall ist, ist egal, ob freigesprochen wird oder ob Schuld gesprochen wird, wobei ich eher glaube, dass Schuld gesprochen wird, so dass die Untersuchungshaft abgegolten sein wird, weil auf alle Fälle in die Berufung gegangen werden wird und dann wird das Ganze in der zweiten Instanz weitergehen, dann wird es wieder ein Urteil geben, dann wird noch einmal berufen werden. Das ist ein endloses Verfahren, wenn es nicht gestoppt wird. Und das ruiniert die Existenzen von einer Reihe von Personen. Ich habe kein Einkommen, ich lebe nur von Spenden, weil ich ja immer da bin. Und wie gesagt, es seien bei mir nicht nur die 3 Prozesstage, sondern zusätzlich kommen 2 Tage Zugfahrt. Das geht sich nicht aus. Also das AMS hat mir den Bezug gestrichen. Das heißt, ich kann jetzt im Moment, bin ich geringfügig beschäftigt als Hundetrainerin und muss halt zusätzlich an prozessfreien Tagen noch total reinarbeiten, um halt überhaupt in irgendeiner Art und Weise meine Existenz zu sichern. Also ich habe eigentlich überhaupt keinen freien Tag, weil ich 3-mal die Woche im Prozess bin und ansonsten nur arbeiten muss. Wir sind anfangs bei diesem Spendenprojekt davon ausgegangen, dass dieser Prozess zwischen 3 und 6 Monate dauern wird. Es war dort eine große Freude für mich und auch eine Verwunderung, dass diese Spenden zusammengekommen sind, um mich und meine Familie zu ernähren für die Dauer des Prozesses. Wenn das jetzt abrupt enden würde oder wenn es irgendwann endet, ist natürlich aus. Also wie soll ich sagen, wenn man nichts am Konto hat, ist es im Kapitalismus leider so, dass man auch nichts im Kühlschrank hat. Und wenn man nichts im Kühlschrank hat, hat man nichts im Magen. Und wenn man nichts im Magen hat, dann stirbt man. Bitte die Plätze einnehmen. Leute mit Kameras, bitte den Verhandlungssaal verlassen. Es wurde aufgerufen. Ja, hallo. Da wartet ja schon wer, ha? Da wird's gleich was für ihn zu essen. Ja. Apfel, ha? Ja, der schmeckt, gell? Die Rosine ist meine neue Mitbewohnerin. Ich habe sie hier in meinem Garten aufgenommen, um ihr das Gnadenbrot zu geben. Sie lebt jetzt mit mir. Schauen wir mal, wenn es funktioniert, dann kann sie so lange hier bleiben, wie sie will. Es ist fast ein bisschen schade, dass ich da 2 bis 3 Mal pro Woche den ganzen Tag im Gericht sitzen muss, anstatt mit ihr den Tag verbringen zu können. Meine Kinder waren leicht schockiert, wie sie gekommen sind und plötzlich der ganze Garten umgewühlt war. Das ist ein bisschen Etepetete, wenn es darum geht, wenn sie schön gekleidet sind und die Rosine kommt zu nahe mit ihrem Rüssel, mit dem es gerade die Erde durchwühlt hat, zu ihnen und reibt sich an ihnen. Mir ist das egal. Ich lasse sie an mir reiben und gehe auch dann mit der gleichen Hose ins, in den Gerichtssaal, damit die Richterin sieht, wie das wahre Leben ausschaut. Es ist mir wieder eingefallen, wir müssen das Gegengutachten noch einreichen, um damit zu erreichen, dass Ergänzungsgutachten auf Grundlage des Gegengutachtens erstellen muss. Ja. Beide schauen in die Kamera. Das ist schon sie ruft ja auf, wenn es anfängt, oder? Ich habe bis jetzt nichts aufgehoben, ich wundere es auch ein bisschen. Ich habe 10 Minuten gesagt, ne? Solange die Tür offen ist und sie nichts aufruft.
Okay. Warum glaubst du, dass du verurteilt wirst? Hast du deinem Anwalt gesagt, dass du glaubst, dass du wegen der Sache verurteilt wirst? Ja, weil die Richterin den Auftrag hat, uns alle zu verurteilen. Also wäre ich auch in dieser Sache natürlich verurteilt. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Mertens? Da haben wir einen Dissens. Ja. Also ich persönlich glaube nicht, dass er verurteilt wird. Ja? Ich glaube es einfach nicht. Ja? Gut, er muss es objektiver sehen natürlich. Aber ich aus meiner subjektiven Sicht habe ganz stark das Gefühl, so wie die Richterin agiert, will sie verurteilen um jeden Preis. Es geht ihr nur noch um die Begründung. Also ich habe sehr viele Strafverfahren, führe ich durch und ich merke, wenn ein Richter mir Signale gibt, dass er eigentlich freisprechen möchte. Ja? Und diese Richterin gibt extreme Signale in Richtung Freispruch. Ja? Bezüglich 78a. Aber ja, nicht bezüglich der Schweinebefreiung. Nein, das habe ich jetzt auch gerade gesagt. Ich habe gesagt, es geht mir erstmal um die Organisation und dann die Einzeltatbestände. Da findet jetzt noch ein Kampf statt, ja, zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht und der Verteidigung. Also da geht es noch. Um die Einzeltatbestände geht es. Die Staatsanwaltschaft hat eine große Anklage geschrieben, ja, einen großen Strafantrag mit umfangreichen Anklagepunkten. Ja. Und wenn jetzt gar nichts von diesen Anklagepunkten sozusagen verurteilt wird, wäre das für die Staatsanwaltschaft natürlich eine Niederlage, eine große Niederlage, ja, und das soll gerettet werden. Deswegen glaube ich, dass in diesen Punkten gekämpft wird noch, ja. Aber ich glaube nicht, dass die Organisation noch im Bereich der Verurteilungswahrscheinlichkeit irgendwo ist. Ich glaube da nicht dran, ja. Aber ein Verfahren ist, wie sagen, ein Verfahren läuft, ist ein Verfahren immer offen, es gibt immer Überraschungen, sowohl in der wie auch in der Richtung, ja. Muss man immer aufpassen, okay, ja. Wir müssen wieder rein. 14. Was nicht mit, Guxi? Wir sind zu wenig Rudel. Jetzt sind es ja bald 3 Jahre. Seit diesem Überfall, Mai 2008, habe ich ja keine Minute mehr nicht an diesen Prozess gedacht und auch denken müssen, um mich zu verteidigen. Und man sieht ja auch jetzt, wie wichtig das war. Hätten wir uns einfach hingesetzt, wie uns eine Reihe von naiven Personen, von einem ehemaligen Bundeskanzler angefangen bis zur jetzigen Richterin, sagen, dem Rechtsstaat vertrauen und sich zurücklehnen, dann säßen wir jetzt im Gefängnis. Weil es waren ausschließlich wir, die diese ganzen Beweise herausgearbeitet haben, um zu belegen, was hier für Verbrechen begangen wurden und wie unschuldig wir sind. Weil in diesem Verfahren muss man sich ja frei beweisen, weil es wird einem ja gar keine konkrete Straftat vorgehalten. Und das Horrorszenario ist noch ein Jahr Prozess und dann natürlich ein Schuldspruch, ohne dass irgendeine kriminelle Handlung gesetzt wurde. Das ist das Horrorszenario. Staatsanwalt, können Sie so lieb uns kurz ein paar Worte sagen? Es gilt das Gleiche wie warum? Bis jetzt immer. Bitte. Nein, es gibt bei uns eine Medienstelle. Zum Abschlussplädoyer, ganz nein, kurz. Sie wissen. Wohl eins hat mich ja interessiert. Sie haben gesagt, ich ersuche auch, bitte mich jetzt nicht zu filmen. Okay. Ja. Okay, sonst muss ich da irgendwie. Alles klar. Okay, ja. Bis jetzt haben wir immer gut zusammengearbeitet. Ne? Hat eh gepasst. Zusammengearbeitet haben wir zwar noch nicht, aber Sie haben sich zumindest an meine Wünsche gehalten. Ne? Die Zahl 13 bei den Angeklagten
wurde zwar nicht in der Absicht gewählt, in diesem Verfahren den Messias der Tierrechtsbewegung und seine 12 Apostel vor Gericht zu bringen. Dennoch ist der Herr Dr. Balluch ein, wenn nicht sogar die Führungsperson der Organisation. Wenn legale Mittel nicht ausreichen, dann muss im Interesse der Sache zu illegalen Mitteln gegriffen werden. Nichts anderes ist die Lebenseinstellung des Erstangeklagten und nichts anderes wird ihm auch von der Staatsanwaltschaft angelastet. Chris Moser fungiert in voller Kenntnis der Vorgangsweise der inkriminierten Organisation. Der bei ihm sichergestellte Flyer mit der Aufschrift Jäger töten zeugt von einer gewissen Gewaltbereitschaft, wobei die Interpretation, da muss ich dem Angeklagten widersprechen, die Darstellung des Jägers in einem Fadenkreuz keinerlei Spielraum zulässt. Die Staatsanwaltschaft fasst zusammen und beantragt einen Schuldspruch aller Angeklagten im Sinne des Strafantrags. In wenigen Tagen ist ja das Urteilsverkündung, wo alle glauben, dass es ein Freispruch wird. Ich bin der Einzige, der nicht dran glaubt. Also abgesehen davon, dass wir jetzt noch immer nicht wissen, ob es ein Freispruch wird oder nicht, ist für mich ganz klar, dass die Richterin, wenn sie wollte, unser Verhalten durchaus auch schuldig sprechen hätte können und vielleicht auch wird, man weiß es ja noch nicht. Und daher ist noch immer unklar, sozusagen, ab wann man die Grenze zum Strafrecht übertritt, wenn man das tut, was wir getan haben, nämlich legalen Aktivismus betreibt. Und plötzlich wird es dafür angeklagt. Das heißt, da ist überhaupt keine Rechtssicherheit da und es ist auch in Zukunft keine da. So, dass man halt immer eingeschränkt ist, also dass man immer das Gefühl hat, kann eigentlich nichts tun und ständig habe ich dieses im Nacken, dieses Problem, dass ich verfolgt werde für etwas, was ich entweder nicht getan habe oder wozu ich stehe und was nicht illegal sein kann. Ja, also ich meine, auch wenn wir jetzt freigesprochen wären, die Bestrafung haben sie natürlich alle durchsetzen können gegen uns. Also dass wir jetzt da über 12 Monate, also über ein Jahr regelmäßig anwesend sein haben müssen in diesem Prozess, das allein ist natürlich... 3 Jahre meines Lebens war ich entweder in U-Haft oder in der Prozessvorbereitung oder im Gerichtssaal. Und jetzt erstmals bin ich dazu gezwungen, beim AMS registriert zu sein. Wenn ich mir überlege, was ich in dieser Zeit, während ich im Prozess gesessen bin und was ich in dieser Zeit, während ich im Zug verbracht habe. Es gab sehr viele Momente in dieser ganzen Prozesszeit, wo ich mir gedacht habe, ich halte es nicht mehr aus. Also allein die Zeugen und Zeuginnen-Einvernahmen, wo klar war, die lügen wie gedruckt. Und du musst irgendwie da sitzen, du darfst irgendwie nicht mal dein Gesicht verziehen, weil du sonst mit Rauswurf bedroht wirst. Also es ist, eigentlich ist es so ein Gleichgültigkeitsgefühl, das dadurch aufkommt. Man kann es eh nicht ändern. Ja. Schauen wir, lassen wir es auf uns zukommen. Es ist sowieso egal, wie stark ich mich wehre oder nicht. Die Dinge nehmen ihren Lauf und dadurch fühlt man sich natürlich auch wie in einem Film. Werden von sämtlichen Ihnen von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zur Last gelegten Vorwürfen gemäß § 259 Strafprozessordnung freigesprochen. Die erste Frage, die sich das Gericht stellen musste, ist die, liegt eine kriminelle Organisation nach § 278a überhaupt vor, an der man sich dann als Mitglied überhaupt beteiligen kann?
Das Beweisverfahren hat ergeben, dass eine solche nicht nachgewiesen werden kann. Auch die vom Staatsanwalt in den Raum gestellte Aufgabenteilung bezüglich vorbereitender und ausführender Personen im Rahmen einer kriminellen Organisation und einer Doppelstrategie konnte nicht nachgewiesen werden. Respekt vor der Richterin und wie sie das gemacht hat. Also es ist sicher insofern eine Sternstunde der Justiz, als es eine Fehlentwicklung sozusagen in letzter Sekunde korrigiert worden ist. Das hätte noch schlimmer kommen können. Es wäre alles andere nicht haltbar gewesen. Nicht nachdem es eine solche öffentliche Beobachtung gegeben hat. Nun zur verdeckten Ermittlerin Danielle Durand. Dieser Zeugin kommt ein wesentlicher Beweiswert zu. Die Aussagen dieser Zeugin waren vollkommen glaubwürdig und nachvollziehbar. Die verdeckte Ermittlerin und eingeschleuste Vertrauensperson haben den Tatverdacht einer kriminellen Organisation nicht gestützt. Der Leiter der SOKO, Magister Zwettler, sagte, er weiß nichts von einer eingeschleusten Vertrauensperson. Und die verdeckte Ermittlerin sei ein paar Monate gelaufen. Bitte schön, die ist vom Ende April 2007 bis Juli 2008 gelaufen. 15 Monate. Also, was versteht man unter ein paar Monate? Die Polizei sagte, es handle sich um reine Gefahrenabwehr. Aber das Gericht ist der Ansicht, dass Strukturermittlungen vorlagen und daher eine Anordnung durch die Staatsanwaltschaft mit 01.01.2008 erforderlich gewesen wäre. Nach Ansicht des Gerichtes sind diese Ergebnisse nicht in den Akt geflossen, weil Zwettler wusste, dass man eine Anordnung des Staatsanwalts bräuchte, die es aber nicht gegeben hat. Das Gericht geht davon aus, dass es eine schlichte Schutzbehauptung des Leiters der SOKO ist. Man kann es als eine alternativ strukturierte Realität bezeichnen. Es wird immer dann schwierig, wenn die Polizei nicht einfach Polizeiarbeit machen soll, sondern wenn es übergeordnete, höherrangige Auftraggeber gibt, die Polizei also in irgendeiner Form für die Erreichung eines politischen Ziels, für die Erreichung eines Wollens, aus welcher Regierungsstelle auch immer eingesetzt wird, das kann nicht Polizeiauftrag sein. Und dafür sollte sich die Polizei als erstes selber schützen, indem auch leitende, endverantwortliche Polizeioffiziere sagen, sorry, für sowas ist unsere wichtige Menschenrechtseinrichtung Polizei nicht da. Und eventuell auch Nein zu sagen, wenn man die Zielsetzung entweder nicht versteht oder die Zielsetzung sehr wohl versteht, aber menschenrechtswidrig und rechtswidrig empfindet. Das ist die Konsequenz für die Leute aus diesem Prozess, dass sie zwar unbescholten, aber finanziell ruiniert daraus gehen. Dort, wo Firma gegen Firma oder Privater gegen Privater antritt, im zivilrechtlichen Bereich gilt völlig klar, wer eine Klage anzettelt und die verliert, zahlt die eigenen und die gegnerischen Kosten. Wieso es beim Staat gegen den Einzelmenschen anders sein soll, ist für mich schlichtweg unschlüssig. Wenn der Staat anklagt, dann soll er das auf sorgfältiger Grundlage tun. Und wenn er verliert, soll er den Betroffenen entschädigen. Dazu wird man unter anderem auch Geld in die Hand nehmen müssen, aber auch eine Entschuldigung bei Leuten, die in den Menschenrechten verletzt wurden, und das sind die Angeklagten ganz sicherlich, wird wohl angemessen sein und das sollte von einer verantwortlichen Minister und Ministerin kommen. Wenn es nur um eine Entschuldigung geht, dann sehe ich das als relativ unproblematisch. Ich glaube, man muss eine Entschuldigung nicht gesetzlich regeln, aber wenn es natürlich um Entschädigungen geht, dann bedarf es hier einer Systemänderung und natürlich auch der budgetären Bedeckung. Es gibt schon eine Teilentschädigung, also es werden nicht die gesamten Kosten refundiert, aber es wird bis zu einer bestimmten Obergrenze gibt es Entschädigungen. Zu sagen, für Anwaltskosten gibt es einen Pauschalsatz von 1200 Euro, ist eine Frechheit. Die U-Haft mit 50 oder 100 Euro pro Person zu entschädigen, ist ein
menschenrechtlicher Scherz. Ich werde mit der Evaluierung ein Universitätsinstitut beauftragen. Als gelernte Wissenschaftlerin denke ich mir, dass hier die Universität einen guten Beitrag leisten kann, um hier vielleicht Lücken oder Unklarheiten auch klarzustellen. Nein, das Verfahren ist ja noch nicht abgeschlossen. Also wir werden sehen, wie das Verfahren weitergeht. Wir warten ja noch die schriftliche Ausfertigung des Urteils ab. Dann wird die Entscheidung darüber fallen, ob Berufung erhoben wird. Wir werden sehen, wie dieses Verfahren weitergeht. Ich halte es schon für möglich, dass die Staatsanwaltschaft noch versucht, gegen dieses Urteil in irgendeiner Form ein Rechtsmittel einzulegen. Je nachdem, welches Rechtsmittel eingelegt wird, dass jedenfalls das Urteil noch nicht rechtskräftig wird, dass es in die Berufungsinstanz geht und die dann entscheidet, ob es Mängel gibt, möglicherweise zu weiteren Verhandlungen in die erste Instanz wieder kommt. Dann beginnt das Verfahren von vorne. Nicht einmischt. Ich mische mich daher nicht in laufende Verfahren ein. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe als Justizministerin, laufende Verfahren zu kommentieren und in laufende Verfahren einzugreifen. Sie sind das Kommunikationsbüro des Innenministeriums. Ich warte eigentlich seit 2 Jahren auf ein Interview. Ja, ich bitte, das können Sie in Ihrem Bericht erwähnen, dass wir dazu keine Stellungnahme abgeben. Also mehr kann ich nicht dazu sagen. Ja. Also tut mir leid. Ja. Na gut. Okay. Schreiben Sie mir es noch, geben Sie mir schriftlich. Na, ich glaube, es reicht wirklich jetzt aus. Also, wie gesagt, Sie haben mit mir telefonisch gesprochen und ja, also, dass wir dazu keine Stellungnahme abgeben. Und ich denke, das müsste in diesem Fall ausreichen. Also, das heißt, es genügt, wenn wir telefonisch gesprochen haben, schriftlich kriege ich es jetzt nicht mehr. Nein, also, wie gesagt, Sie haben es jetzt eh von mir gehört und das können Sie ruhig dann in Ihren Film mit einarbeiten, dass wir keine Stellungnahme dazu abgeben. Okay. Danke. Ich habe es auch mitverfolgt. Ah ja, super. Beruf ist die Hoffnung oder nicht? Ich kann es mir nicht vorstellen, so Spinner können es doch nicht sein, oder? Ja, aber super. Danke. Das ist aber auch schön, wenn die Beize kommen. Ja, sehr nett, ja.